Vielen Dank. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt Bis neulich. Und das ist eine ganz wilde Mischung aus ganz alten und ganz neuen Texten. Und wenn Ihr Lieblingstext heute Abend nicht dabei ist, dann müssen Sie einfach nochmal wiederkommen. Wenn ich Sie schon mal hier sitzen habe, möchte ich Sie auch ermuntern, und zwar viel öfter ins politische Kabarett zu gehen. Sie spüren das ja auch heute Abend wieder hier im Saal, oder? Im politischen Kabarett sind Sie ja stets von lauter engagierten Gesellschaftskritikern umgeben. Ja, einige sind auch leise engagiert. Manche auch geradezu engagiert leise. Aber im Engagement sind sie alle. Denn wer heutzutage nirgendwo im Engagement ist, der kann sich ja die Gesellschaftskritik in Form einer Kabaretteintrittskarte kaum noch leisten. Zumindest nicht in den Tempeln der Kleinkunst. Da, wo das literarische Kabarett zelebriert wird. Wo man die knallharte Gesellschaftskritik in weichen Polstersesseln auffängt. Wo man das im Halse steckgebliebene Lachen in der Pause mit Champagner runterspült. An solchen Orten, da lässt man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen wie in der Kirche. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Das ist eine herrliche Pointe, oder? Da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee. Hier, noch so ein Klassiker. Wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halte auch die rechte hin. Selten so gelacht, was W? Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie Kabarett-Eintrittskarten immer gut aufheben. Wenn dann irgendwann einmal nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus... Ja, wenn ich das sage, dann lachen Sie. Wenn der Christian Klar sowas sagt, kriegt er Haftverschärfung. Wenn jedenfalls dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie denn für eine Funktion in dem System, in dem Ausbeutersystem, wo Leute für 1 Euro die Stunde arbeiten mussten, was hatten Sie da für eine Funktion, na? Dann sagen Sie, halt, Moment, holen den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, ich war im Widerstand. Ich habe laut und offen gelacht, wenn meine Regierung verspottet wurde. Ich habe geklatscht, ich habe anhaltend geklatscht, wenn das System kritisiert wurde und wenn seine Unmenschlichkeit in lustigen Sketchen entlarvt wurde. Ich habe auf offener Straße Kanzlerinnenwitze erzählt. Was wollen Sie von mir? Ich war keine Blockflöte. Ich war eine Querflöte. Ich habe meinen Müll sortiert, Franz Alt gelesen und die Taz. Okay, abonniert, nicht gelesen. Ich habe mich freiwillig an Tempo 100 gehalten, zumindest in geschlossenen Ortschaften. Ich habe für vom Aussterben bedrohte Arten gespendet. Für Robben, Kurden, Grüne, Linke, Intellektuelle. Ich habe mir den Hintern mit Umweltschutzklopapier wund gerieben und den Magen in Nicaragua-Café versaut. Ich war doch dagegen. Ich war für Schwerter zu Flugscharen, für Politiker zu Menschen. Ich bin kein Täter, ich bin Opfer. Also wenn schon, bin ich Opfer und Täter. Rotkäppchen und Wolf. Links und SPD. Eine 16 Jahre alte Pointe, die die meisten erst heute begreifen. Links und SPD. Katholisch und Demokrat. Ja, das dauert nochmal 16 Jahre, ne? Ich habe noch einen. Attentatsopfer und Rollstuhltäter. Oh, da ist die Hau-Fraktion. Das muss ich Ihnen aber gleich sagen. Wenn Sie an der Stelle schon Probleme haben, wird es ein sehr schwerer Abend für Sie. Aber noch ist das System doch stabil. Den meisten Deutschen geht es so gut wie nie zuvor. Hier wird auf einem Niveau rumgejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden. Inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Das Schöne ist, die wirklich nichts haben, also die Unterschicht. Ich habe es wieder gesagt, man darf es ja nicht sagen.
Eigentlich soll es das ja auch gar nicht geben, aber vor allen Dingen darf man es nicht sagen. Es ist diskriminierend, heißt es, also zu eindeutig. Lange Jahre hat es ja nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es sowas gibt. Aber dann haben die ja gefunden, vielleicht haben sie das mitbekommen. Letzten Herbst haben die Unterschicht gefunden, Friedrich-Ebert-Stiftung, zwei Ethnologen. Die haben die gefunden, eine völlig neue Lebensform, mitten in Deutschland. Die leben in so einer Flussbiegung, ganz versteckt leben die da. Und da haben die gesagt, diese Menschen hätten so wenig Geld, die könnten am normalen Leben nicht teilhaben und das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, das könne man so nicht sagen. Am selben Abend noch in der Tagesschau, Franz Müntefering, den kennen Sie aber, oder? Franz Müntefering, der Chefkomiker der SPD. Das ist ein sehr geschätzter Kollege, das muss man mal sagen. Der Mann hat Talent. Der Mann haut auf Pressekonferenzen spontan Dinge raus, das ist unser einer tagelang vor einem Schreibtisch. Der Münte sagt Sachen wie, wir sollen Politiker nicht immer an dem messen, was sie im Wahlkampf sagen, das wäre unfair. Der ekelt sich auch vor gar nichts mehr, oder? Nicht mal mehr vor seinem eigenen Ersprochenen. Franz Müntefering hat an dem Abend in der Tagesschau, wurde die Unterschicht entdeckt, hatten gesagt, es gäbe keine Klassen in Deutschland. Fertig, aus. Da war das Thema für den durch. Der Münte lebt nach dem Motto, was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Vielleicht haben Sie schon einmal versucht, mit einem Dreijährigen Verstecken zu spielen. Der läuft da in die Ecke vom Zimmer, stellt sich hin und sagt, such mich. Und in diesem glückseligen Zustand lebt der Münte bis heute quasi. Der steht in der Ecke und sagt, wähl mich, ich bin SPD. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, der spricht ja auch so eine ganz eigene Sprache, Kauderwelsch, haben Sie vielleicht schon mal gehört? Der hat gesagt, er sagt auch nicht Unterschicht, nein, er sagt Menschen mit sozialen und Integrationsproblemen. Das ist elegant formuliert, so sprechen Menschen, die sehr viel Zeit haben. Wir normale Bürger müssen uns an die neuen Worte gewöhnen. Es gibt ja viele neue Begriffe, die wir haben verinnerlichen müssen. Wir haben ja schon vieles gelernt. Wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und deshalb sagen wir jetzt auch nicht mehr raffgieriges, asoziales Pack. Wir sagen Spitzenmanager. Und für die Unterschicht müssen Sie auch einen völlig neuen Ausdruck lernen. Die Unterschicht, das ist das Prekariat. Das müssen Sie lernen, das ist das Prekariat, ganz offiziell. So müssen Sie in Zukunft sagen, damit die nicht merken, wenn wir über Sie sprechen. Jedenfalls diese Menschen, die wirklich nichts haben, die jammern ja gar nicht. Nein, nein, bei uns jammern immer die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können. Die jammern ja immer rum. Der Spitzensteuersatz ist immer noch zu hoch. Das ist aber auch wirklich furchtbar, oder? Leiden Sie da auch so drunter? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Eva Herrmann zu kaufen. Aber beim Thema Steuer flippt der Deutsche ja immer aus. Thema Steuer und Deutsche, das geht einfach nicht. Der Deutsche sagt, ich arbeite ja nur für den Staat. Ich arbeite jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Ja, haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten gehen? Nee, da gucken Sie mal morgens in den Spiegel. Wir sind nicht Papst, wir sind Staat. Wir alle. Das mag ja für Sie neu sein, aber der Steinbrück frisst das Geld gar nicht persönlich auf. Sie benutzen das ständig selber. Wenn Sie ins Theater gehen zum Beispiel, da benutzen Sie Ihre Steuergelder. Wenn ein Privatinvestor ein Theater in die Stadt baut, was zahlen Sie da an Eintritt? Was zahlen Sie denn bei Cats, Phantom der Oper, Starlight Express, was zahlen Sie da? 70 Euro aufwärts, das sind die realistischen Preise. Jede Eintrittskarte in städtischen Theatern ist mit 50 Euro pro Sitzplatz subventioniert. Das heißt, wenn Sie 1200 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie davon 50 Euro Steuern. Gehen Sie einmal im Monat ins Theater, haben Sie die Kohle wieder raus. Jetzt wissen Sie auch, warum Lehrer so oft ins Theater müssen.
Wenn Sie Theater blöd finden, können Sie auch 50 Liter Milch trinken, haben Sie denselben Effekt. Die Steuern müssen nicht gesenkt werden, die Steuern müssen bezahlt werden. In diesem Land werden nach wie vor jedes Jahr 80 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Was wir uns hier leisten könnten, wenn allein schon die FDP bereit wäre, ihre Mitglieder zu überreden, ein halbes Jahr auf Steuerhinterziehung zu verzichten. Es muss doch nicht gleich jeder aus der FDP austreten und zum Fallschirm greifen. Was soll das jetzt? Aber das neoliberale Geschwätz ist ja auch nicht neu. Helmut Schmidt hat heute den ganzen Unsinn schon vor 26 Jahren verbreitet. Helmut Schmidt hat damals gesagt, das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Ja, sehen Sie, die Unterschicht ist sogar noch überversorgt. Das ist sozialdemokratisches Kerngedankengut. Unter Überversorgung verstehen wir natürlich nicht die Pensionen der Politiker. Das ist jetzt keine Überversorgung. Obwohl das auch eine Form von Unterschicht ist. Man kann ja auf verschiedene Arten minder bemittelt sein, sage ich immer. Wir leisten uns doch hier den einen oder anderen Ministerpräsidenten aus dem geistigen Prekariat, meine Damen und Herren. Aber das ist keine Überversorgung. Auch die Gehälter von Spitzenmanagern, das ist keine Überversorgung. Das ist leistungsgerechte Bezahlung. Das ist ja eben der Wahnsinn. In der freien Wirtschaft wird nach Leistung bezahlt. Das ist nicht wie bei den Beamten. Nein, das haben wir doch gelernt. Bei dem Ackermann-Prozess haben wir es doch nochmal gelernt. Der ist doch nochmal wiederholt worden. Wegen des großen Erfolges. Haben Sie mitbekommen? Ja. Die Staatsanwälte waren doch so scharf, eine Revision, Revision, wir kriegen sie. Und dann mitten im zweiten Prozess haben die Lust verloren. Mitten im Tag, ach nee, so schlimm ist doch nicht. Nee. Ich habe mich gefragt, was ist mit den Staatsanwälten los? Was ist da passiert? Haben die keine Zeit mehr? Müssen die Häuser bauen, weil da Geld auf Konten eingetroffen ist, von denen vorher keiner was wissen konnte? Man fragt sich das doch automatisch, oder? Aber dann stellte sich raus, hören Sie mal, die Anwälte von Ackermann und Esser hatten gar keine Zeit mehr für den zweiten Prozess. Die waren längst wieder neu verpflichtet, bei Siemens in München. Das sind dieselben beiden Anwälte. Es gibt nur sehr wenige Anwälte, die auf diese Form von organisiertem, also die jetzt spezialisiert sind. Jetzt musste der Ackermann-Prozess abgekürzt werden. Und da haben die eine schöne alte Regel wieder eingeführt, den Zehnten. Aus der Bibel, den zehnten Teil, der Esser hat 10% von seiner Beute, seiner Prämie, hat er abgegeben. 1,5 Millionen Euro hat er abgegeben. Wovon der Ackermann 10% abgegeben hat, habe ich jetzt wieder nicht begriffen. Der Ackermann hat 3,2 Millionen Euro bezahlt, hatte aber gar kein Geld bekommen. Wovon sind jetzt 3,2 Millionen Euro 10% bei Ackermann? Oder sind das 10 Tagessätze bei Ackermann? Sowas weiß ich alles. Ich begreife sowieso nicht immer alles. Sehen Sie, ich habe das so gesehen, entweder die haben das Geld zurechtbekommen, dann sollen die Kohle behalten und müssen auch keine Strafe zahlen. Oder die haben das Geld wirklich zu Unrecht bekommen, dann sollen die das komplette Geld wieder rausrücken und eine Strafe obendrauf zahlen. Aber, na, können Sie sparen den Applaus, das ist nämlich billiger Populismus, meine Herren. Dieser Populismus ist so billig, das grenzt schon an gesunden Menschenverstand. Und gesunder Menschenverstand hat mit Juristerei überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Das sind Parallelwelten. Gesunder Menschenverstand und Jura, das erkennen Sie schon an den Menschen, die auf der Uni freiwillig Jura studieren. Um solche Urteile wie im Ackermann-Prozess verstehen zu können, da müssen Sie Ihr Hirn derart drehen können, da muss schon eine Vorschädigung vorliegen, damit Sie sowas studieren können. Der Ackermann hat nichts falsch gemacht, muss aber 3,2 Millionen Euro bezahlen, damit der Prozess eingestellt wird. Sehr schön fand ich, als der Ackermann nochmal erklärte, warum die Prämie bezahlt worden ist. Der Ackermann hat gesagt, das sei eine Fusionssituation gewesen. Das sei eine Ausnahmesituation, da müsste das Management dann auch mal arbeiten. Und da muss man dann, ja, da muss man eine Prämie, das machen Sie doch zu Hause auch, oder? Das ist bei Ihrer Putzfrau, sagen wir mal. Sie haben gesoffen, irgendwo in die Ecke gekotzt. Da legen Sie mal 5er extra hin, oder? Ich stelle mir so eine Fusion vor, als wenn Ihnen einer ins Büro gekotzt hat, quasi. Der Ackermann kotzt dem Esser ins Büro, legt 15 Millionen hin, sagt, hier, wisch mal auf. Das ist... Ja?
Und das ist eben keine Überversorgung, es ist leistungsgerechte Bezahlung. Der Schrempf hat 10 Jahre lang Daimler-Chrysler geführt, hat 80 Millionen Euro verdient in 10 Jahren. Das ist sehr viel Geld aus Ihrer Sicht, vermute ich jetzt mal. 80 Millionen Euro, da gehen Sie schätzungsweise 1330 Jahre für Arbeit. Als Arzt im Krankenhaus übrigens. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Nur, dass Sie mal sehen, was der Schrempf auch alles weggearbeitet hat. Ne? Der wird nach Leistung bezahlt. Der Schrempf hat 80 Millionen Euro verdient in 10 Jahren und hat den Wert von Daimler Chrysler um 50 Milliarden Euro reduziert. Zu so etwas wäre doch so ein träger Beamter überhaupt nicht in der Lage, meine Damen und Herren. Das sind doch die Experten, die wissen, was auf uns zukommt, die auch mal in die Zukunft blicken können. Es gibt sie auch in den Ministerien, ja. Ministerium für Arbeit Berlin. Die haben ausgerechnet, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. So was können die ausrechnen? Gut, die haben sich bei Hartz IV wieder um 10 Milliarden Euro verrechnet. Aber das war eine langfristige Prognose, da ging es um ein Jahr im Voraus. Das ist sehr schwer vorauszusagen. Aber 2050 haben die voll im Griff. Die meisten Politiker sind Juristen. 2050, wer weiß denn, was in 43 Jahren ist? Wer weiß denn, was in 30 Jahren ist? Sind 15 Jahre für Sie ein überschaubarer Zeitraum? 15 Jahre, überlegen Sie mal, was da passieren kann. 15 Jahre, so lange war nicht mal das 1000-jährige Reich. Kohl war länger als das 1000-jährige Reich. Nicht nur gefühlt. Jahre, da kann so viel passieren. Hören Sie auf. Nehmen wir noch mal so einen Zeitraum von 15 Jahren aus unserer Lebensspanne. Fangen wir 1990 an. Klarer Einschnitt, wir waren frisch wieder vereinigt. Wir waren Fußballweltmeister. Franz Beckenbauer, die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs, stand im Fernsehen und sagte, wir werden jetzt über Jahrzehnte unschlagbar sein, wo wir die Ostdeutschen mit dabei haben. Auch so ein Prognostiker, der Beckenbauer. Hätte ich mich damals ins Fernsehen gestellt, 1990, und hätte gesagt, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger und wird wiedergewählt. Da kann ich doch jetzt sagen, in 15 Jahren ist der Kübelböck Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und wird wiedergewählt. 1990 vorhergesagt, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die meisten damals gesagt, Lettland, was ist das denn? Ich kenne Legoland, aber Lettland? Das gab es damals noch gar nicht. Lettland, das war doch noch der Russe. Der Russe. Wissen Sie noch, der eine, der immer vor der Tür stand. Kennen die jungen Leute gar nicht mehr, ne? Da lächeln die zwar mit, aber die wissen nicht, worum es geht. Da gucken die mich aber, will der alte Mann denn jetzt schon wieder, der Russe? Wie erklären wir den jungen Leuten der Russe? Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat das ja nie heimlich gemacht. Der Russe stand immer offen und ehrlich vor der Tür. Bei den jungen Leuten sitzt der Russe im Fernseher mit der Milchschnitte. Der Russe, der dem jetzt Chelsea London gehört. Ich stelle mir gerade vor, wie in 15 Jahren Osama Bin Laden den ersten FC Köln kauft, meine Herren. Wer weiß, was passiert? Wer weiß, was in 15 Jahren ist? Vielleicht sind die Deutschen bis dahin auch die Merkel leid. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, meine Damen und Herren. Vielleicht kommt in 15 Jahren ein schöner Landrat und sagt, Frau Merkel, es ist Zeit zu gehen. Vielleicht haben wir richtig Glück, sie wird vom CIA verwechselt und verschleppt. Und unser Geheimdienst merkt es erst nach 3 Jahren. Ich sehe den Steinmeier schon da stehen. Steinmeier kennen Sie? Unsere Außeneule. Ne?
Frank-Walter Steinmann, der Städte, da würde sagen, ich habe von der Entführung von Frau Dr. Merkel erst nach ihrer Rückkehr Kenntnis erhalten. Wir haben uns im Auswärtigen Amt selbstverständlich trotzdem, obwohl wir nicht wussten, dass sie entführt war, jederzeit bemüht, Frau Dr. Merkel aus der Gefangenschaft zu befreien. Wir konnten eine Freilassung von Frau Dr. Merkel leider nicht verhindern. Keiner weiß, was in 15 Jahren ist. Nur die Statistiker. Die Statistiker glauben, die können den Ist-Zustand hochrechnen auf die Zukunft. Ein Statistiker, der beobachtet sie 2 Stunden, sieht, oh, der Mann isst einen Teller Suppe. Und dann geht der hin, der rechnet er aus, wie viel Suppe sie statistisch gesehen im ganzen Leben noch essen werden. Dass sie, wenn der weggegangen ist, sagen, bäh. Oh, nee, ey, Suppe esse ich nie wieder. Das ist ja furchtbar. Das kriegt er nicht mehr mit. Nur meine Regierung, die hat dann schon mal die ganze Suppe bestellt. Die sie persönlich auslöffeln müssen. Und wenn sie dann widerwillig vor der ganzen Suppe sitzen, dann kommt noch irgendein Sozialdemokrat und sagt, sie leben aber ganz schön über ihre Verhältnisse. Das ist das, was der Peer Steinbrück uns sagen wollte. Letzten Sommer, Sie erinnern sich, Peer Steinbrück, der Mann, der die unbequemen Wahrheiten ausspricht. Der Mann hatte einen miesen Urlaub hinter sich, muss man fairerweise dazu sagen. Der Urlaub von Peer Steinbrück war so beschissen, da hat er gesagt, wir sollen auch keinen mehr machen. Es lohne sich nicht. Wir sollen das Geld sparen für seine Altersvorsorge. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, Rente. Was kommt da auf uns zu, beziehungsweise was kommt da nicht mehr auf uns zu? Viele sagen ja, ach Rente, was soll das? Wir geben uns ein bisschen Mühe und schaffen den Klimawandel so schnell, dass sich das Thema Rente nicht mehr stellt. Aber was ist, wenn es schief geht, das Wasser steht nur bis hier und Sie brauchen doch noch Rente? Die Frage ist ja nicht mehr, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das war früher. Das waren schöne Zeiten. Heute ist es die Frage, gibt es ein Leben nach der Rente? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, entweder Sie leben jetzt bis zur Rente bei Brot und Wasser und können dann friedlich so weiterleben. Oder Sie hauen weiter alles auf den Kopf wie bisher und dann ist für 65 Schluss. Aus, vorbei ist dann. Oder werden Sie noch dankbar sein, wenn Sie das auf 67 angehoben haben. Ansonsten. Ansonsten ist Brennnesselsuppe angesagt oder was hier so rumwächst, ich weiß es ja nicht. Und bitte jammern Sie vor allem Dinge nicht über die Menschen, die heute eine hohe Rente bekommen. Wer heute eine hohe Rente bekommt, der hat doch seine schlechten Jahre schon hinter sich, oder? Kriegsjahre, Nachkriegsjahre? Vielleicht ist das der Generationenvertrag. Jede Generation muss einmal im Leben ein paar schlechte Jahre hinter sich bringen. Schön ist, wenn man das schon hinter sich hat, oder? Aber ich kann Sie beruhigen, wenn Sie mit 70 eh nichts mehr schmecken, können Sie auch Brennnesselsuppe essen. Wir leben in diesem Land über unsere Verhältnisse. Nicht alle. Nein, nein, der Ackermann zum Beispiel lebt nicht über seine Verhältnisse. Der hat das versucht, aber es geht nicht. Der Ackermann lebt über unsere Verhältnisse. Und das ist der eine Punkt, wo die Neoliberalen wirklich recht haben. Es gibt Schmarotzer in diesem Land. Es gibt Parasiten, die wir alle mit durchfüttern müssen. Ich sage Ihnen auch gerne, wer das in meinen Augen ist. Diese Investmentbanker zum Beispiel. Andere Leute Geld Gassi führen. In den USA gibt es Fondsmanager, die haben im letzten Jahr 1 Milliarde Dollar verdient. Da geht dann der Schrempf wieder 1000 Jahre für arbeiten. Als Verkäuferin hätten sie schon Dinosaurier bedienen müssen, um da mithalten zu können. Die Fusionsbanker, 97% aller Fusionen von Großfirmen sind für die beteiligten Firmen im Nachhinein von Nachteil gewesen. Die Firmen waren nach der Fusion immer weniger wert als vorher. Die einzigen, die bis heute der Fusion verdient haben, sind die Banker. Die werden nicht nach dem Erfolg der Fusion bezahlt, sondern nach dem Volumen der Fusion zum Zeitpunkt der Fusion. Nach Erfolg bezahlte Banker? Sind Sie wahnsinnig? Können Sie ja Unternehmensberater auch nach Erfolg bezahlen? Unternehmensberater kennen Sie? Alnuchen, Sie wissen, wie man es macht. Dann auch meine persönliche Lieblingsschmarotzer, die Aktienanalysten.
für mich das Widerlichste, was die Evolution bis dato hervorgebracht hat. Die Eiterpickel des Casino-Kapitalismus. Die BWL-Schnösel. Mit 25 von der Uni ab in Anzug, Krawatte oder Kostüm und dann stehen die auf NTV und salbadern den ganzen Tag gequirlten Quark. Das müssen Sie sich mal eine Viertelstunde mit Verstand anhören, was die sich aus den Fingern saugen, um zu erklären, warum die Aktien gerade heute wieder rauf, runter oder seitwärts gegangen sind. Es passt auf keine Kuhhaut, steckt aber im Wort Analyst. Anal und Lyse. Da hat man einer ganzen Generation schon auf der Uni ins Hirn geschissen. Die stehen im Fernsehen und sagen Sätze wie, in diesem Aktienkurs steckt sehr viel Fantasie. Früher hat das Gesindel auf der Kirmes im Zelt gesessen mit einer Glaskugel. Und dann frage ich mich zwischendurch, wissen diese Leute eigentlich überhaupt noch, wie der normale Mensch lebt in diesem Land? Wissen die überhaupt noch, was hier wirklich los ist? Dass der Wirtschaftsaufschwung natürlich an denen, die kleine Geld haben, völlig vorbeigeht. Dass es hier jede Menge Menschen gibt, die für 4 Euro die Stunde arbeiten. 4 Euro die Stunde, das sind 560 Euro im Monat. Brutto, ich rede vom Brutto. Da sagt ihnen sofort jeder Student, davon kann man nicht leben. 6 Euro BAföG, davon kann man nicht leben. Ja, als Student nicht, als Friseuse schon. Die Friseuse muss ja 8 Stunden am Tag arbeiten, die hat keine Zeit, in der Cafeteria rumzusitzen. Jetzt sagt er, erste Wirtschaftsweise, 3 Euro, wir müssen die Leute an 3 Euro Stundenlöhne ranführen. Ja klar, nehmen Sie einfach noch einen zweiten Job dazu. Können Sie Ihre Wohnung kündigen? Brauchen Sie ja dann nicht mehr. Sie arbeiten ja rund um die Uhr, haben Sie noch mal Geld gespart. Wissen Sie, was die Menschen verdient haben, die bei AEG in Nürnberg ihren Job verloren haben? AEG in Nürnberg wurde endgültig geschlossen. Das rentierte sich nicht mehr, das Werk. Die Leute hatten im Schnitt 1400 Euro brutto im Monat. 1400. Davon haben die friedlich gelebt. Ungelernte Hilfskräfte, 30, 32 Stunden Stellen. 1400 brutto. Aber so hohe Löhne gibt der Standort Deutschland nicht mehr her. Und wenn dann so ein C4-Professor für Wirtschaft, so ein unkündbarer Elfenbeinturmbewohner, der für 6.000 oder 7.000 Euro im Monat 6 Stunden Vorlesungen die Woche halten muss, aus alten Büchern, die ihm seine Assistenten zusammengeschrieben haben, den Rest der Zeit besoffen in der Ecke liegt oder Gutachten für die Bundesregierung schreibt. Meist noch beides gleichzeitig. Wenn der dann mühsam ausgenüchtert bei der Christiansen auf dem Stühlchen sitzt und zum Thema Arbeitslosigkeit mal wieder nur eines zu sagen weiß, wer bei uns arbeitslos wird, der muss ein bisschen mehr Flexibilität und Mobilität in den Tag legen. Sehen Sie, da frage ich mich jedes Mal aufs Neue, warum schließen wir dem Typ nicht mal ganz kurz die Klöten an der Autobatterie an? Damit so ein promovierter Saftsack einmal im Leben ein Gespür für Mobilität bekommt. Die meisten Deutschen haben ja jetzt begriffen, dass wir wirklich alle Abstriche machen müssen. Einige in Deutschland leben von Abstrichen ja auch gar nicht so schlecht. Gesundheitswesen, jetzt die Gesundheitsreform. Es trifft ja nicht die Ärzte allein. Die Ärzte sind nur die Einzigen, die sich Demonstranten leisten können. Aber es trifft nicht die Ärzte allein auf jeden verhungerten Arzt. Und den Satz habe ich seit 16 Jahren im Programm, meine Damen und Herren. Seit 16 Jahren gibt es Praxissterben in Deutschland. Gehen Sie mal in die Bücherei, alte Zeitungen lesen. Seit 16 Jahren verhungern die niedergelassenen Ärzte in unseren Zeitungen. Das ist auch ein zähes Pack, kann ich Ihnen sagen. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent.
In dem System wird gelogen, was das Zeug hält. Jetzt kommen sie uns mit Ärztemangel, machen uns alle verrückt, wir haben Ärztemangel, Ärztemangel. Wir hatten noch vor 14 Jahren Ärzteschwemme. Können Sie sich erinnern? Alte Zeitungen lesen, 1993 hatten wir Ärzteschwemme. Seit 1993 haben wir etwa 12.000 niedergelassene Ärzte mehr, trotz Praxissterben. Und 12.000 Krankenhausärzte mehr. Wir haben 24.000 Ärzte mehr und jetzt haben wir keine Schwemme mehr, jetzt haben wir Mangel. Wir haben einen Mangel durch mehr. Sehen Sie, um das begreifen zu können, müssen Sie jetzt wieder Arzt sein, sonst kommen Sie an die Medikamente nämlich gar nicht ran. Wir haben pro 1000 Einwohner mehr Ärzte als die Schweiz und mehr Ärzte als Dänemark. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Jetzt sagen Sie, das sind unterentwickelte Drittweltländer, da will keiner leben. Wir haben auch pro 1000 Einwohner dreimal so viele Apotheken wie Dänemark. Dreimal so viel. Sie haben in jeder Fußgängerzone mehr Apotheken als Metzger, oder? Ja, kriegen Sie Fleisch auf Rezept? Aber Apotheker, das sind ja FDP-Wähler, das sind die, die für die freie Marktwirtschaft kämpfen. Bei Fleisch, bei Brot, bei Lebensmitteln, nur bei Medikamenten, da wollen die Festpreise, ist ja klar. Das System ist so krank, meine Damen und Herren. Es gibt die Ärzte, sie sind da, sie sind nur falsch eingesetzt. Auf dem Land will es keiner mehr machen. Landarzt, das ist nur im ZDF romantisch. In Wirklichkeit sind die ganz schlecht bezahlt, weil Hausbesuche müssen die machen. Mit weiten Anfahrten, für Hausbesuche kriegen sie kein Geld. In der Klinik will auch keiner mehr arbeiten. Alles unter Chefarzt ist der Ausbeutung heutzutage. Die wollen eine Praxis haben in der Großstadt. Eine schöne Praxis, am besten eine radiologische Praxis mit einem Computertomograph. Das sind die bestverdienenden Ärzte im Schnitt. Radiologen. Die, die die Patienten gar nicht zu Gesicht bekommen. Das ist der Jackpot. Computertomograph. Leute in die Röhre schieben, wieder rausholen. Sie haben nichts, aber schön, dass sie mal da war. Das ist Medizin, die Spaß macht, meine Damen und Herren. Und wenn sie was haben, behandelt er sie auch nicht weiter. Der schickt sie irgendwo hin. Der Arzt, der nur Fotos von Ihnen guckt, der verdient das meiste Geld. Das war bei den großen Städten Praxen ohne Ende. In den großen Städten, da lohnt sich das. Laufen Sie durch die großen Städte Deutschlands, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München, spucken Sie irgendwo hin, Sie treffen immer ein Praxisschild. In Düsseldorf haben wir Stadtteile, da gibt es mehr Kardiologen als Menschen mit Herz. Und das Schicksal der Zahnärzte, das rührt die Nation dann zu Tränen. Zahnärzte, das sind die allerärmsten Schweine. Mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei sparen wir bei Einsparungen gerade in dem Bereich doppelt, auch langfristig. Das haben die Politiker ja auch erkannt. Am weitesten geht die FDP, man muss es ehrlicherweise sagen. Die FDP sagt ja, nicht die private, sondern die gesetzliche Krankenkasse muss abgeschafft werden, sagt die FDP. Denn das ist eine Zwangsversicherung. Der Westerwelle sagt, man kann einen mündigen Bürger nicht zwingen, sich zu versichern zu denselben Konditionen wie alle anderen auch. Jeder müsse frei entscheiden können, ob er sich versichert, sagt der Westerwelle. Wenn ja, welchen Körperteil für wie viel? Das können Sie mit der privaten Kasse ja frei aushandeln. Das macht für FDP-Wähler sehr viel Sinn. Sehen Sie, FDP-Wähler zum Beispiel benutzen ihren Kopf so gut wie nie. Das ist ja jetzt rausgeschmissen Geld, was soll da kaputt gehen? Wer bietet auf Vakuumversicherungen an, habe ich mich immer schon gefragt. Für einen FDP-Wähler reicht eine Torsoversicherung völlig aus. Und der Chef-Torso, also der Westerwelle, der hat auf einem FDP-Parteitag wörtlich gesagt, gerade im Zahnersatzbereich, das wäre purer Sozialismus in Deutschland. Und er hat nicht so Unrecht. Schauen Sie sich doch mal um in diesem Land. Hier haben doch wirklich die meisten Menschen alle Zähne im Maul. Das ist doch diese typische sozialistische Gleichmacherei, oder? Waren Sie mal in den USA in Urlaub? Im Land of the Free? Waren Sie mal auf Kreta, in der Türkei? Südfrankreich, Portugal, überall auf der Welt laufen die alten Menschen sehr viel individueller rum als hier. Das ist doch die Romantik, die wir Deutschen als wirtschaftliches Schlusslicht Europas im Urlaub suchen.
Wie sieht das denn aus auf Kreta? Überlegen Sie mal, auf Kreta so ein schöner alter Olivenhain mit diesen krüppeligen Olivenbäumchen und dann so ein altes Ömmerchen, ganz gebeugt, wie man es von der Postkarte kennt. Ne? Ganz in Schwarz mit dem Krückstock, ne? Unter dem Olivenbaum und dann lächelt die in ihre Kamera und hat ein komplettes Gebiss, das sieht doch scheiße aus. Da ist doch die Romantik im Eimer. Der Westerwelle will die Romantik zurückholen nach Deutschland, wo sie hingehört, meine Damen und Herren. Der will ihnen den Flug ersparen. Und wenn das mit dem Klimawandel funktioniert, kommen die Olivenbäume hinterher. Der Westerwelle sagt, jeder muss frei entscheiden können, was er mit dem Geld macht, das ihm zur Verfügung steht. Und das wird auch immer wichtiger werden. Sie werden da immer weniger haben. Wenn Sie heute in Rente gehen, und Sie haben 35 oder 40 Jahre lang als Verkäuferin oder Sekretärin gearbeitet, da gehen Sie mit etwa 850 Euro im Monat in Rente. Das ist eine realistische Zahl. 850 Euro im Monat Rente. Da machen Sie erstmal ein Fass auf, oder? So, dann kündigen Sie am besten Ihre alte Wohnung und ziehen in das Fass. Denn jetzt kommt 10 Jahre lang keine Rentenerhöhung, hat der Münter versprochen, und ein Versprechen müssen die halten. Dafür 10 Jahre lang Preissteigerung, 2% Inflation jedes Jahr im Schnitt. Was das nach 10 Jahren an Kaufkraftverlust bedeutet, können die meisten Deutschen zum Glück gar nicht mehr ausrechnen. PISA hat ja nicht nur Nachteile. Ich sage, PISA steht für Peace. Was meinen Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was hier los ist? Was Sie gerade wieder mehrheitsmäßig bewiesen haben. Wenn Sie dann wirklich nur noch so wenig Geld haben, meine Damen und Herren, da wollen Sie doch nicht, dass der Staat Ihnen Vorschriften macht, an welchen Tagen Sie heizen, an welchen Tagen Sie essen. Das wollen Sie doch individuell handhaben. Der eine soll einen Tag heizen, einen Tag essen, einen Tag heizen, einen Tag essen. Der andere hat es gerne am Wochenende warm. Ja, bitteschön. An den Tagen, wo Sie nicht heizen können, sind Sie froh, wenn Sie keine Zähne haben, brauchen Sie nicht zu klappern. Andere diskutieren auf dem Steinbrück-Niveau. Die sagen, fahre ich dieses Jahr wieder mal in Urlaub? Oder lasse ich mir die Zähne machen? Sie können doch zum Ballermann fahren, da ist alles mit Strohhalm. Da brauchen die Träger. Und dann sparen wir langfristig nochmal bei den indirekten Kosten. Wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, da können Sie nicht mehr alles beißen, oder? Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja auch mal vorgesehen war. Ja, gute Frau, Ihr Herrgott wird sich da was bei gedacht haben. Die Beine fallen Ihnen ja auch mit 60 nicht aus. Nicht mal bei schlechter Pflege. Wenn Sie nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, kommen Sie damit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus. Man sagt, im Jahr 2030 kommen auf einen Leistungsträger zwei Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Hm? Hier geht da alles in die falsche Richtung. Wir haben ein demografisches Problem. Ja, da muss man dann auch mal offen drüber sprechen, meine Damen und Herren. Wir hatten früher eine Alterspyramide. Alterspyramide heißt, Spitze, wenig alte Menschen. Und dann steht die Pyramide stabil auf einem Fundament von jungen Menschen. Das ist sehr breit. Eine Alterspyramide. Haben Sie die Grafik neulich noch mal gesehen? Da ist jetzt oben schon so Knubbel in der Spitze. Nichts mehr Spitze, so Knubbel oben. Das sind die über 100-Jährigen. Das ist die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe überhaupt. Manche sagen, das sind die Einzigen, die sie überhaupt noch vermehren. Haben Sie oben den kleinen Knubbel, dann kommen noch zwei dickere Knubbel und dann wird der Stamm unten immer dünner. So sieht die Grafik heute aus, ne? So. Wie machen Sie daraus wieder eine Pyramide? Wenn die Spitze schon so breit ist, wie breit muss das Fundament werden, damit das wieder eine Pyramide wird? Überlegen Sie mal, das schafft doch nicht mal Ursula von der Leyen. Nicht mal, wenn alle Bischöfe mitmixen. Wenn Sie auch so etwas wieder eine Pyramide machen wollen, dann müssen Sie oben ein bisschen beischneiden. Das hilft doch alles nicht.
Fragen Sie mal Ihren Gärtner, da kommen Sie sonst nie mehr bei. Und was tun wir hier? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und jetzt wollen wir noch überall das Rauchen verbieten. Das ist doch volkswirtschaftlicher Schwachsinn, oder? Wir müssen Zahnbürsten verbieten und die Menschen zum Rauchen zwingen. Zweimal täglich eine Packung unter Aufsicht. Wobei, Zahnbürsten verbieten können Sie da vergessen, machen Sie mal. Da putzen die Kinder heimlich, das ist Quatsch. Und wenn Sie es verbieten, wird's cool. Kriegen Sie eine Zahnputzszene hinterm Hauptbahnhof, will ja auch keiner. Ey, wo hast du die Bürste her? Von Jan Ulrich. Und die Zahnpasta von Dieter Baumann. Aber der Konsum von Alkohol, von Tabak und von Süßigkeiten, der muss doch gesteigert werden. Mit allen Mitteln, die wir haben. Ja, das schafft doch einen Boom in der Industrie. Das schafft doch Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Alles, was doch zählt, sind doch Arbeitsplätze. Ich schlage den Unsinn seit 16 Jahren satirisch vor. Jetzt denken die so in Berlin. Die sind so drauf. Meine Gesundheitsministerin, Tritra Trulla Schmidt. Das Beste blieb uns erhalten nach der Wahl. Ja, da können Sie wählen, wie Sie wollen, meine Damen und Herren. Die sagen, das ist Demokratie. Ich glaube, das ist wie Scheiße am Schuh. Das. Das kriegen Sie einfach nicht mehr ab. Und es bringt nicht mal Glück jetzt in unserem Fall. Meine Gesundheitsministerin hat ihren Geist in Offenbarungseid. Ich meine, über die jetzige Gesundheitsreform müssen wir schon gar nicht mehr groß reden. Nicht? Also, die sind ja schon froh, dass wir was verabschiedet haben. Nicht? So weit sind wir doch gekommen, oder? Anderthalb Jahre diskutiert, am Schluss wollte keiner mehr was hören. Hauptsache, sie haben irgendwas verabschiedet. Bei Kohl war es noch wichtig. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Bei dieser Regierung ist nur noch entscheidend, dass überhaupt was rauskommt. Was spielt keine Rolle mehr. Die Hauptsache ist, die haben nur abgekackt. Ob die den Topf noch treffen, interessiert auch keinen mehr. Aber Ulla Schmidt hat ihren Geist in der Offenbarungsgesellschaft vor 3,5 Jahren abgelegt. Da ging es um die Erhöhung der Tabaksteuer. Rauchen sollte 1 Euro pro Päckchen teurer werden am 1. Januar 2004. Das war ein Jahr lang vorher beschlossen und verkündet. Und kurz vor der Erhöhung sagte Ulla Schmidt, ha, wir machen das jetzt doch nicht auf einen Schlag, wir machen das in 3 Stufen. 1. Januar 33 Cent, später nochmal 33 Cent und dann nochmal. Und dann wurde Ulla Schmidt interviewt im ersten deutschen Fernsehen. Frau Schmidt, Rauchen ist ungesund und das Geld wird gebraucht. Das ist politisch so gewollt. Warum jetzt nicht ab 1. Januar 1 Euro pro Päckchen mehr? Warum ist die schrittweise Erhöhung? Und Ulla Schmidt hat die schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer mit dem Satz begründet, wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Und für alle, denen sich der tiefere Sinn nicht unmittelbar erschlossen hatte, hat dann die CSU noch mal eine Pressekonferenz gegeben und der Sprecher von der CSU sagte wörtlich, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, verlieren wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Das meinen die auch nicht ironisch. Das ist, als wenn ich sage, wenn wir Anschläge zu sehr erschweren, verlieren wir Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie. Deshalb haben wir nämlich auch kein Tempolimit. Gibt es in ganz Europa. Tempolimit hat nur Vorteile. Weniger Unfälle, weniger Tote, weniger Schwerverletzte, weniger Staus, weniger Umweltbelastung. Alles durch Tempolimit. Die deutschen Politiker haben ein einziges Argument gegen Tempolimit seit 20 Jahren. Das Einzige, was die immer wieder sagen, ist, Tempolimit wäre ja nicht schlecht, aber es gefährde Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Tempo 200 zwangsweise auf der Autobahn? Was das Arbeitsplätze schaffen würde. Verraten Sie es nicht Michael Gloß, ich bitte Sie. Der sagt sofort, oh ja. Und diese Arbeitsplätze werden dann immer früher wieder frei. Michael Gloß, kann mir hier einer erklären, warum der Wirtschaftsminister geworden ist? Lothar Matthäus hätte doch auch Zeit gehabt, oder?
Jetzt dasselbe Theater mit dem Klimawandel. Waren Sie auch so überrascht? Der Klimawandel kommt. Vor 30 Jahren angekündigt und der ist pünktlich. Selbst die Grünen hatten schon gedacht, sie müssen ohne Klimawandel weiterleben. Aber jetzt ist er da. Alle sind völlig überrascht. Der Klimawandel. Ne? Jetzt heißt es, muss was passieren. Wir alle sind aufgewachsen im Bewusstsein von Wachstum. Wachstum, Wachstum. Unsere Wirtschaft lebt von Wachstum, meine Damen und Herren. Der Kapitalismus lebt von Wachstum. Wir können die Arbeitsplätze nur neu schaffen, wenn wir Wachstum haben und die bestehenden nur behalten, wenn wir noch mehr Wachstum haben. Deshalb kommen Sie mit zwei Handys nicht weiter. So geht es nicht. Sie müssen 3, 4, 5 Handys jeder haben. Und sagen Sie nicht, Sie haben nur 2 Ohren. Das ist keine Ausrede. Da haben Sie das mit dem Wachstum nicht begriffen. Da müssen Sie sich mal ein drittes Ohr wachsen lassen, wenn es drauf ankommt. Es sagt ja auch keiner, dass Sie das Zeug benutzen sollen. Sie müssen es ja nur kaufen. Wir brauchen Wachstum. Wir alle sind groß geworden mit dem Spruch, wenn alle Menschen auf der Welt so fleißig sind wie wir Deutschen, können doch alle so leben. Unser Lebensstandard ist machbar für alle. Guckt euch die Afrikaner da an, hieß es immer. Die sind doch nur zu faul, deshalb wird da nichts draus. Ja, jetzt haben wir Pech, die Chinesen sind nicht so faul. Und schon ist das mit dem Wachstum auf einmal ein Problem, oder? Ja. Jemand hat ausgerechnet, wenn alle Chinesen und Inder so viele Autos haben wie wir, können wir alle noch mal einmal anmachen, dann ist der Planet sowieso vorbei. So viel zum Thema Wachstum. Und jetzt kommt die EU-Kommission und sagt, wir müssen den Planeten retten. Wir müssen den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug reduzieren. Und da sagt die deutsche Automobilindustrie, ja, Planet retten ist ja eine schöne Sache, aber doch bitte nicht auf unserem Rücken. Wenn wir den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug reduzieren, sagt die Automobilindustrie, dann verlieren wir bis zu 65.000 Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Riesenschlagzeile. 65.000 Arbeitsplätze hängen vom CO2-Ausstoß der Fahrzeuge ab. Mir ist an dem Tag erst klar geworden. Die Zahl der Mitarbeiter, die man braucht, um ein Auto herzustellen, hängt vom CO2-Ausstoß ab, meine Damen und Herren. Sagen Sie mal, die in der Automobilindustrie, die beatmen sich da auch in ihren eigenen Auspuffrohren, oder? Oder denken Sie, wenn das Auto zu wenig CO2 ausstößt, dann sagen Sie, nee, da habe ich keine Lust mehr zu fahren. Dann kaufe ich auch kein Auto mehr. Was hat Michael Gloß gesagt? Sollen wir Deutschen ein Volk von Kleinwagenfahrern werden? Natürlich nicht, Herr Gloß, um Himmels Willen, wie kommen Sie auf die Idee? Wenn der Deutsche die Wahl hat, mit einem kleinen Auto durch eine intakte Umwelt zu zuckeln, ohne mit einem riesen Geländewagen über einen verwüsteten Planeten zu brettern, dann weiß der Deutsche noch, was er will. Also haben wir ein Dilemma. Retten wir den Planeten oder retten wir die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie? Das ist doch ein Dilemma, auch für die Kanzlerin. Ist sowas ein Dilemma? Und dann steht die Merkel dann da. Wie sie so da steht, wenn sie so da steht. Wenn es schwierig wird, dann steht sie immer erstmal da und dann guckt sie so. Guckt sie so und dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird wie ich. Und weil sie meistens ja nichts sagen will, weil sie sich auf keinen Fall festlegen will, dann fängt sie erstmal an, so ein paar Sprechblasen abzusondern. Und dann sagt sie dann so Sachen wie, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinanderdividieren lassen. Das klingt aber schon mal sehr gut und souverän und alle denken, oh ja, die gibt sich Mühe. Und dann wird sie langsam warm und dann sagt sie dann, wir brauchen in dieser Frage Geschlossenheit. Das passt immer auch gut. Menschen, die in Anstalten leben, haben es gern geschlossen. Das, und dann, wenn sie so langsam richtig genug heiße Luft produziert, dann fängt sie an, ihre allgemeinen Plätzchen zu backen. In der eigenen heißen Luft. Wir haben quasi einen Umluftherd als Bundeskanzlerin. Und ihr liebstes Allgemeinplätzchen im Augenblick, das passt auch, das schmeckt auch allen. Dann sagt sie dann immer, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ach, das sagt sie immer. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn jetzt da einer steht und sagt, retten wir die Arbeitsplätze oder retten wir den Planeten, dann sagt die Merkel, da müssen wir eine gemeinsame Lösung finden, da müssen sich die Arbeitsplätze mit dem Planeten mal zusammensetzen. Wenn es drauf ankommt, wird Merkel natürlich sagen, ja, Planet, Arbeitsplätze, wer wählt mich?
Und dann wird sie sagen, ja, da müssen wir uns leider vom Planeten verabschieden. Aber da haben wir immer noch die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie, meine Damen und Herren. Wie man an solche Hirnschäden kommt, ist mir nicht bekannt. Ich vermute inzwischen, es gibt einen geheimen Ort in Deutschland, wo Menschen zu Politikern umoperiert werden. Bei den Sportlern schimpfen immer alle, weil die gedopt sind. Die bringen immer wenigstens Leistung. Natürlich sind die bei der Tour de France alle gedopt. Dafür kommen die auf die Berge aber auch rauf. Da sollen die sich doch dopen, das ist mir doch sowas von egal. Ich finde nur, die sollen aufs Trikot draufschreiben müssen, was sie genommen haben. Das fände ich korrekt. Das wäre fair. Und dann kann man im Ziel nochmal sehen, was funktioniert und was nicht. Und dann können wir vielleicht das, was den Ulrich so schnell gemacht hat, der Merkel auch mal spritzen. Ich weiß ja nicht. Wir müssen uns doch was einfallen lassen, meine Damen und Herren. Wählen allein hilft doch nicht weiter. Wir haben das doch versucht. Wofür haben wir gewählt vor anderthalb Jahren? Weiß das nur einer? Wir hatten doch die große Koalition vorher auch im Vermittlungsausschuss. Hartz IV, die letzte Gesundheitsreform, der ganze Mist wurde in der Großen Koalition verabredet. Alle sagten, Mann, so eine Scheiße, das muss aufhören. Dann haben wir gewählt, jetzt haben wir die Große Koalition offiziell in der Regierung. Und alle dachten, jetzt wird's besser. Sagen Sie mir, wie sind Sie eigentlich drauf? Glauben Sie wirklich, wenn Sie die Scheiße aus dem Klo in eine Vase füllen, wird irgendwas besser? Alle Experten sagen, dieser angebliche Wirtschaftsaufschwung, den wir haben, der hat mit der Regierung überhaupt nichts zu tun. Weder mit der jetzigen noch mit der letzten. Das ist ein normaler Konjunkturzyklus. Und deshalb sind noch ein paar Leute weniger arbeitslos. Natürlich haben die keine vollen Stellen. Natürlich haben die kleine Minijobs. Sie können ja Arbeit haben, wenn Sie Ihre alte aufgeben und für zwei Drittel des Gehaltes sich wieder einstellen lassen. Dann können Sie jederzeit Arbeit haben bei der Telekom. Die nehmen solche Leute gerne, meine Damen und Herren. Der Aufschwung geht in den Leuten vorbei. Das hat mit der Regierung überhaupt nichts zu tun. Wofür haben wir gewählt? Bloß weil Herr Schröder den neuen Job in Aussicht hatte? Hätte der Mann doch sagen können, oder? Hätte Herr Schröder damals gesagt, wisst ihr was, ich habe was Besseres, hätte mir gesagt, prima Schröder, wir auch, hau ab, werd glücklich. Wir hätten gesagt, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Da kannten wir die Merkel ja noch nicht näher. Uns wäre der Wahlkampf erspart geblieben und vor allen Dingen eins wäre uns erspart geblieben, der peinliche Auftritt von Schröder in der Elefantenrunde. Das war da wohl das allerletzte, wie er sich da aufgeführt hat. Ich habe gedacht, wenn ihm die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus. Typisch billiger Roter, ganz schwach im Abgang, meine Damen und Herren. Und nur weil der Schröder sie an dem Abend und in den Wochen danach so daneben benommen hat, deshalb war die Merkel doch erstmal so beliebt, das wäre doch sonst auch alles nicht passiert. Das ist doch jetzt dasselbe, die Merkel ist doch nur beliebt, weil alle anderen noch blöder sind. Die macht doch nichts. An dem Wahlabend hat sie auch nichts gemacht. Sie hat da gesessen, hat sich von Schröder beschimpfen lassen. Hat sich nicht gewehrt. Das machte sie sympathisch. Man hätte auch fragen können, kann sie sich nicht wehren? Nee, aber es wirkte nett und sympathisch, hat sich vor Westerwelle verteidigen lassen. Kann ein Mensch noch tiefer sinken, habe ich da gedacht. Der Trick von Merkel ist, sie macht selber nichts und lässt die anderen sich blamieren und sieht daneben dann gut aus. Sie sagt immer so nette Sätze, eine gemeinsame Lösung. Die Gesundheitsreform ist totaler Kappes und misst alle Schimpfen. An der Merkel bleibt das nicht hängen. Die Regierung gilt als unfähig. Was haben die denn für Gesetze gemacht? Die meisten sind doch nicht mal bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen, die hat der Köhler vorher abgefangen. An der Merkel bleibt das nicht hängen. Die Merkel schwebt quasi über ihrem eigenen Kabinett. Auf ihrer eigenen Sprechblase schwebt die über ihrem eigenen Kabinett. Wie so eine Hovercraft. Die schwebt über ihrem Kabinett wie Queen Mum persönlich. Eingelegt in Gin, in ihre eigene gemeinsame Lösung quasi. Ne? Was waren die Leute begeistert zu Beginn der Amtszeit von Merkel? Ja, die macht das doch nicht schlecht, sagten alle. Ich habe gesagt, was macht die denn? Das wissen wir nicht, aber die macht das nicht schlecht.
Dann kam immer noch, die macht das aber besser als erwartet. Das ist eine super Kategorie. Besser als erwartet. Wenn die Wertung bei der Tour de France einführen, fahre ich da auch mit. Am Anfang war sie da erstmal nur unterwegs. Können Sie sich erinnern? London, Moskau, Washington, Paris, überall war sie. Können Sie sich an irgendwas erinnern? Irgendwas von Substanz? Ja, sie hat immer wieder nach Hause gefunden. Super, ja. Besser als erwartet, ja, da haben Sie recht. Ja. Den EU-Gipfel in Brüssel hat sie gerettet. Wir wollen ja fair sein. Dezember 2005, ihr erster Auftritt auf der europäischen Bühne. Alle waren ganz begeistert. Nicht mehr dieses hemdsärmelige Bastard von Schröder, sondern dieses weibliche Verhandlungsgeschick auch. Der Gipfel stand vor dem Scheitern, die leidigen Agrarverhandlungen, wie immer, an den Agrarverhandlungen scheitert sie immer und Merkel das Problem gelöst. Nee, was hat sie gemacht? Sie hat 2 Milliarden deutsche Euro auf den Tisch geschmissen, die wir gar nicht hatten. Das war die Lösung, wie früher bei Kohl. Probleme mit Geldzugleistern, Geld, das wir gar nicht hatten. Pump auf Pump sozusagen. Maggie Thatcher, die hat noch ihre Handtasche in Brüssel auf den Tisch gehauen. Können Sie sich daran erinnern? Da saß sie da, I want my money back. Und zwar in this bag. Ja! Den Rabatt haben die Engländer heute noch, nach 20 Jahren. Unsere schmeißt die Kohle auf den Tisch und sie wundert sich, warum der Chirac, der ständig die Füße geküsst hat. Was hat die gemacht? Sie hat die Rente gekürzt. Ja, okay. Da haben sie gedacht, die würde die Rente ganz abschaffen und waren erleichtert, schätze ich mal. Ne? Besser als erwartet. Und jetzt ist sie ja wieder unterwegs. Seit Januar ist sie ja wieder nur unterwegs. Zu Hause ist sie auch nicht so schön. Jetzt ist sie ja der Vorsitzende vom G8-Gipfel und vom EU-Rat. Das erregt sie alle sehr. Und jetzt ist sie wieder nur unterwegs. G8-Gipfel, Heiligendamm. Reden über das Kyoto-Nachfolgeprotokoll, meine Damen und Herren. Nicht mehr das erste ist wirklich von allen ratifiziert worden. Und ratifiziert heißt ja nicht eingehalten worden. Aber die reden schon über das Nachfolgeprotokoll. Wenn die sich da in Heiligendamm treffen und über den Umweltschutz reden, das ist, als wenn eine Gruppe Schwerstalkoholiker, die versprochen haben, bis Ende 2006 hören wir mit dem Saufen definitiv auf, sich im Sommer 2007 bei einem Kasten Bier und 10 Flaschen Schnaps treffen, um zu besprechen, wie es denn jetzt wohl weitergehen kann. Aber sie ist ja nur unterwegs jetzt. Jetzt war sie auch im Nahen Osten vor ein paar Wochen. Denen bleibt auch gar nichts erspart. Da muss man auch hat sich alles angeguckt, die Merkel da, die ganzen Probleme mit Palästina. Und dann war sie in allen Ländern. Am Schluss war sie in Saudi-Arabien bei den Scheichs. Und da habe ich sie dann im Fernsehen gesehen. Da saß sie dann da auf der Pressekonferenz mit den Scheichs. Und sie glauben es gar nicht. Da sitzt sie da und sagt wörtlich im Fernsehen, um die Probleme hier im Nahen Osten in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ja, aber die Scheichs waren völlig begeistert. Mensch, auf die Idee ist ja noch nie eine gekommen. Ne? Wahnsinn, die Frau schickt ja Allah, ne? Also Wahnsinn. Und da war sie ganz beschwingt, ist direkt weitergereist, selbe Woche noch. Freitag war sie dann auf dem Gipfel in Frankreich, das war der Afrika-Gipfel. Südfrankreich war der Afrika-Gipfel. Jacques Chirac und alle Staatspräsidenten Afrikas waren versammelt. Afrika geht es ganz schlecht, Afrika steht vor dem Abgrund und keiner weiß, was zu tun ist. Nur Merkel, die kommt da rein. Und jetzt gucken die Afrikaner ja kein deutsches Fernsehen, die wussten ja nicht, was kommt, ne? Aber die Merkel tritt auf und sagt, um die Probleme Afrikas in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Ich dachte, das darf nicht sein. Aber die Afrikaner waren wieder völlig begeistert. Jetzt laufen in Afrika alle rum mit dem T-Shirt, gemeinsame Lösung, gemeinsame Lösung. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist doch kein Regieren, meine Damen und Herren. Die machen doch ja nichts. Was hat sie gemacht? Okay, eins hat sie gemacht, das wollen wir festhalten. Sie hat im Wahlkampf ja schon versprochen, wir werden die Löhne senken, um die Steuern erhöhen zu können. Und das haben die ja gemacht am 1. Januar. Ja, die Löhne sind gesenkt worden am 1. Januar. Was? Die Lohnnebenkosten, sagen Sie. Das ist richtig, ja, aber was ist denn das? Was sind Lohnnebenkosten? Fragen Sie mal Ihren Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber sind Lohnnebenkosten einfach nur ein Teil des Lohns. Und zwar der Teil des Lohns, mit dem der Arbeitgeber sich an der Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung beteiligt.
Wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss doch das, was vorher von dem Geld bezahlt worden ist, von irgendjemand anders bezahlt werden, oder? Jetzt raten Sie mal, wie das ist. Kleiner Tipp, es ist nicht Ihr Arbeitgeber. Die Senkung der Lohnnebenkosten ist immer nur eine Lohnsenkung. Welcher Teil des Lohns gesenkt wird, ist dem Arbeitgeber egal. Und Sie sollten sich nie über eine Senkung der Lohnnebenkosten freuen, weil Sie zahlen immer drauf im Nachhinein. Denn die Merkel hat doch schon im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Senkung der Arbeitslosenversicherung gegenfinanzieren durch die höhere Mehrwertsteuer. Eigentlich hätte sie sagen müssen, damit man ihre Löhne senken kann, müssen sie höhere Steuern zahlen. Das ist die Wahrheit. Die Merkel hat gesagt, wir senken die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung um 2 Prozentpunkte. Da hat der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeder 1% mehr in der Tasche. Davon laufen sie im Moment so schwer, ne? Ob brutto oder netto, so pingelig wollen wir ja nicht mehr sein. Sag mal bretto. Oder nutto, das ist noch schöner, oder? Also. Hier ist Ihr Ausgangsniveau. Seit 1. Januar haben Sie jetzt nutto 1% mehr. Können Sie das auf Kommando? Dann brauchen wir Sie morgen wieder. Jetzt kommt die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Da werden die Sachen bei 3 Prozentpunkten mehr Mehrwertsteuer um 2,59% teurer. Ja, man muss genau sein. Bis ich das erklärt habe, ist die nächste PISA-Studie wieder um. Aber man muss genau sein auf der Kabarettbühne. Die Korinthenkacker sind ja überall. Gymnasiallehrer dürfen ja abends frei rumlaufen. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Die höhere Mehrwertsteuer wird auf die Preise aufgeschlagen oder nicht. Wenn es aufgeschlagen wird, dann haben Sie nutto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Oder das, was jetzt passiert, ist Folgendes. Der Preiskampf ist so stark in Deutschland, die können die Preise gar nicht erhöhen. Die müssen aus den alten Preisen die neue Mehrwertsteuer rausrechnen. Das heißt aber, in dem Fall haben dann alle, die etwas verkaufen, und die Unternehmer 2,59% weniger gewinnen, weil die Mehrwertsteuer muss ja abgeführt werden. Sie zahlen aber die alten Preise. Das heißt, in dem Fall haben dann die Unternehmer nutto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Das heißt, entweder Sie haben weniger Geld in der Tasche und kurbeln davon nachhaltig die Konjunktur an und bauen parallel dazu noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge auf. Denn wenn Sie das Geld schon nicht haben, können Sie es ja auch zweimal ausgeben. Oder die Unternehmer haben weniger Geld in der Tasche und stellen davon neue Leute ein. Eins von beiden kommt auf jeden Fall. Sie müssen es auch nicht begreifen. Es ist eine christliche Partei, Sie müssen es glauben. Das Problem ist, die Konzepte von der Merkel haben immer dieselben Rechenfehler. Sie gilt ja als große Reformerin seit dem Leipziger Parteitag im Dezember 2003. Vielleicht können Sie sich erinnern, da hat sie 2 Projekte am selben Tag verabschieden lassen vom selben Parteitag. Die Steuerreform von Friedrich Merz und die Kopfpauschale von Roman Herzog. Die Steuerreform von Merz, die kennen Sie noch, der Bierdeckel. Der berühmte Bierdeckel, alles wird einfach. Kastenbier als Steuerberater und dann geht das Ganze los. Der Merz hatte aber versprochen, wir senken die Steuern nochmal um 15 Milliarden Euro. Das war das Kernstück der Reform von Merz. Wir sind die Steuersenkungspartei, heißt das ja, wir sind die Steuersenkungspartei. Da müssen Drogen kreisen auf diesem Parteitag. Das ist der Wahnsinn. Parallel dazu die Kopfpauschale von Roman Herzog. Das jetzt komplett zu erklären, dauert einfach zu lang, aber nochmal in Kurzform. Der Herzog hat das vorgestellt auf der Bundespressekonferenz und hat gesagt, wir stellen das um auf eine steuerfinanzierte Gesundheitsvorsorge. Und hat am Schluss gesagt, unterm Strich heißt das, wir müssen 30 bis 35 Milliarden Euro Steuergelder jedes Jahr mehr aufbringen, um dieses neue System zu finanzieren. Das war das Konzept von dem Herzog. So, und diese beiden Konzepte hat die Merkel am selben Tag, vom selben Parteitag verabschieden lassen. Eine Steuerreform, die sollte 15 Milliarden Euro weniger Einnahmen bringen. Und eine Kopfpauschale, die sollte 35 Milliarden mehr Ausgaben bedeuten. Das wollte die Merkel damals kombinieren. Er ist eine Physikerin. Minus mal Minus gibt Plus. Das ist DDR-Physik. Aus Plaste, Elaste machen die alles.
Das Konzept war so bescheuert, sogar der Stoiber hat damals gemerkt, irgendetwas... Und so eine Frau sagt dann, die SPD könnte nicht mit Geld umgehen. Ich bin kein Fan der SPD. Das haben Sie im Laufe des Abends vielleicht schon gemerkt. Ich halte das Spitzenpersonal der SPD für zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pissen, meine Damen. Und bevor Sie nach den Grünen fragen, die finden ja nicht mal mehr den Schnee. Aber der SPD, gucken Sie doch den Beck an, da hilft doch nicht mal waschen und rasieren, meine Damen und Herren. Da kommt nichts mehr. Und die Leute erinnern sich auch zu gut, was die SPD gemacht hat in den letzten 8 Jahren. Rot-Grün ist gewählt worden, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten der Kohl-Ära wieder rückgängig zu machen. Was ist passiert? Die haben die Ungerechtigkeiten verschärft. Nach 7 Jahren Rot-Grün hatten die Leute weniger Geld netto in der Tasche, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen, und die Leute netto mehr in der Tasche, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das war die soziale Politik von Rot-Grün. Das ist diese SPD-Robin-Hood-Methode. Dass die Grünen so eine Politik machen, das müssen Sie jetzt wieder begreifen, denn die grünen Wähler sind Besserverdiener. Der grüne Wähler ist im Schnitt Besserverdiener. Ja, wer kann denn im Reformhaus einkaufen gehen? Im Grunde ist ein Grüner ein Liberaler, der für Dosenpfand ist. Also... Man kann auch sagen, ein Grüner ist ein Westerwelle mit Verstand und Gewissen. Gegen Kernkraft, aber für Kaviar zum Beispiel. Warum kein Kaviar? Bio-Kaviar natürlich, handgestreichelter Stör, ist klar. Die Grünen haben Politik für ihre Wähler gemacht, deshalb sind die in den Umfragen auch nicht abgestürzt. Die SPD hat Politik gegen ihre eigenen Wähler gemacht, und zwar systematisch und mit Anlauf, meine Damen und Herren. Die haben eine Politik gemacht, bei der systematisch nur die Menschen benachteiligt worden sind, die immer SPD gewählt haben. Und jetzt wundern die sich, warum die nicht mehr wählen wollen. Fast 40% der SPD-Mitglieder sind ausgetreten in Nordrhein-Westfalen. Die Partei ist fast nicht mehr da. Der bekannteste Sozialdemokrat Nordrhein-Westfalens ist jetzt Jürgen Rüttgers. Wenn jetzt nochmal Sommerfest ist, gehen Sie nochmal hin. Vielleicht ist ja nächstes Jahr schon gar nichts mehr. Und die Partei weiß bis heute nicht, was passiert ist. Die Mitglieder wissen, warum sie ausgetreten sind. Die haben Begriffe. Ich muss ja nicht in einem Handballverein sein, wenn ich Fußball spielen will. Die SPD hat eine Arbeitsmarktreform gemacht, Hartz IV genannt. Da wurden die Menschen, die 40 Jahre lang in die Kasse eingezahlt hatten, genauso behandelt wie die Menschen, die noch nie in irgendetwas eingezahlt hatten. Und als dann 17-Jährige zu Hause ausgezogen sind, weil sie keinen Bock mehr auf Mama hatten und Hartz IV beantragt haben, da hat dann Wolfgang Clement nicht gesagt, sag mal, welcher Vollidiot hat denn so ein Gesetz gemacht, wo sowas möglich ist? Nee, der hat noch die jungen Menschen beschimpft, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, das er gemacht hat. Das sind Sozialdemokraten, meine Damen und Herren. Und bis heute sagt die SPD, Hartz IV sei sozial gerecht. Obwohl inzwischen sogar der Rüttger sagt, es ist sozial ungerecht. Man muss sich das wirklich klar machen. Die SPD hat es geschafft, sich in eine Ecke zu manövrieren, dass ein Mensch wie Jürgen Rüttgers sagen kann, ihr macht sozial ungerechte Politik. Das ist, als wenn der Papst sich so daneben benimmt, dass ein Zuhälter sagen kann, sie sind aber ganz schön unmoralisch geworden. Die Steuerreform von 1999, meine Damen und Herren, die Hans Eichel gemacht hat im Namen der SPD, das war der Anfang vom Ende. Erstmal haben sie die Heuschrecke ins Land geholt, vergessen Sie das bitte nie, das verdanken wir alles der SPD. Der Wedeking von Porsche, den kennen Sie, das ist so ein ganz marxistischer Ideologe. Der hat den Schröder extra nochmal angerufen, damals. Vorher hat gesagt, lasst das sein, ihr könnt nicht die Vorauszugsgewinne von Firmen verkaufen, steuerfrei stellen. Doch, das machen wir, das gibt Arbeitsplätze, oh, super, super. Ne? Ja. Jetzt haben wir das. Jetzt sind die Heuschrecken hier. Heute können Sie eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert und Geld verdient. Können die ein bisschen verschlanken, noch profitabler machen, indem Sie Leute entlassen, die Firma weiterverkaufen und den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können eine Firma aufkaufen, die gutes Geld verdient, und Sie haben das Geld gar nicht, um die zu kaufen. Sie leihen sich das Geld bei der Bank, Sie kaufen ja eine solvente Firma. Sie stellen den Kredit, den Sie aufgenommen haben, in die Bilanz von der Firma ein, lassen die Firma den Kredit abarbeiten
Und dann verkaufen sie die wieder und können die Gewinnsteuer frei einstreichen, meine Damen und Herren. Das alles verdanken wir der Sozialdemokratie Deutschlands. Die Älteren kennen den Satz noch. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Sozialdemokraten. Die Steuerreform von 99, das war der Anfang vom Ende. Die großen Konzerne haben gar nichts mehr bezahlt. Die haben noch Geld wiedergekriegt. Die haben Steuergelder von 97 wiedergekriegt. Gelder, die schon mal bezahlt hatten, mussten zurückerstattet werden. Das war alles geplant. Das war die Entflechtung der Deutschland AG. Ja, ja, das sind ganz komplizierte Konstruktionen, aktienmäßig. Aktienpakete werden rückausgetauscht und dann kann man das wieder auflösen, steuerlich und geltend machen. Wunderbares Konzept. Nur ein Jahr nach dieser Steuerreform steht der Eichel wirklich im Fernsehen und sagt, wir haben ja nicht geahnt, dass die großen Konzerne das alles auf einen Schlag im ersten Jahr in Anspruch nehmen würden. Wir hatten gedacht, die würden das auf 7, 8 Jahre strecken, da wäre das kein Problem gewesen für den Haushalt. Ja, Eichelmännchen. Du stellst auch in einmal Gummibärchen von 2 Jägern und sagst, das teilst du dir bis zur Pubertät aber schön ein. Wie nennen Sie so jemand? So jemand ist doch dumm wie 100 Meter Landstraße bei Kassel, oder? Und das ist doch noch eine nette Unterstellung. Es gibt doch im Prinzip nur 2 Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Wolfgang Clement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit den Gesetzen anrichten, die sie da gemacht haben. Oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn sie es wirklich nicht gewusst haben, was sie mit den Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße. Denn man muss man dann leben, dann sind sie Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik geworden. Oder aber sie haben genau gewusst, was sie mit diesen Gesetzen anrichten. Wenn das so ist, was die dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut sagen. Das muss sich jeder von ihnen selber denken. Kleiner Tipp, fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. Und ich bin der Meinung, die SPD-Führung muss sich doch jetzt mal entscheiden. Wollen sie Dumpfbacke oder Riesenöcher sein, meine Damen und Herren? Die SPD ist den großen Konzernen in diesem Land steuerpolitisch 7 Jahre lang bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen. Und plötzlich merkte der Müntefering, da geht es gar nicht weiter. Och, och, och. Und jetzt versuchen sie mal eine Kehrtwende im Enddarm von Ackermann. Da sagt der Münte lieber Augen zu und durch. Ja? 16 Jahre lang hat die CDU federführend alles verbockt. 7 Jahre lang hat die SPD federführend alles verbockt. Und jetzt dürfen die mal zusammen ran. Minus mal Minus gibt Plus, meine Damen und Herren. Schöne Pause. Frau Hasenclever, ich bin zurück. Wir machen weiter und dann schicken Sie jetzt bitte mal die Frau Becker und den Herrn Hausmann herein. Danke. Frau Becker und Herr Hausmann. Frau Becker, Herr Hausmann, Frau Becker, Herr Hausmann, Frau Becker und Herr Hausmann. Und da sind Sie auch schon. Ich grüße Sie. Frau Becker, Herr Hausmann, bitte nehmen Sie Platz. Wie bitte? Moment. Das haben wir sofort. Also in meinen Unterlagen steht eindeutig Peter Hausmann. Vom Beruf Hausmann. Entschuldigung. Das werden Sie kaum glauben. Hier steht Beruf Bäcker. Das ändern wir um. Sie sind also jetzt Herr Bäcker. Bäcker wie Brötchen oder wie Boris? Und Sie sind da vom Beruf Hausmann. So richtig mit Kochen, Putzen, Waschen, allem drum und dran. Wir leben im 21. Jahrhundert, Frau Becker, das ist völlig richtig. Aber es ist doch schon eher selten, dass mal jemand persönlich gegenüber sitzt.
Deshalb sind Sie nicht hier, das ist auch richtig. Frau Becker, Herr Hausbecker, ich habe Sie zu mir gebeten, weil mir jetzt die Ergebnisse der Fruchtwasseruntersuchung und der genetischen Embryoanalyse vorliegen und ich Sie über die Anpassung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung informieren möchte. Sie haben seinerzeit trotz gegenteiliger Beratung durch uns als zuständige Krankenkasse darauf bestanden, Ihren Nachwuchs auf herkömmliche Weise durch Beischlaf zu zeugen. Das heißt, Sie sind bewusst das Risiko eingegangen, die genetischen Anlagen Ihres Kindes dem Zufall zu überlassen und das, obwohl unsere Mitarbeiter Sie ausführlich über die mangelhafte Qualität Ihres eigenen Erbgutes informiert haben. Natürlich steht es mir nicht zu, Frau Becker, Ihre Entscheidung für diese in meinen Augen überholte Form der Fortpflanzung zu kritisieren. Aber wenn Sie mir da mal eine persönliche Bemerkung erlauben, ich finde das äußerst befremdlich. Wenn Sie in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, in der schon kleine Störungen und körperliche Handicaps das Fortkommen erheblich beeinträchtigen können, wenn Sie da auf die Hilfen der modernen Reproduktionsmedizin so vollkommen verzichten, es ist doch nicht nur so, dass Sie Ihrem Kind die optimalen Startchancen verbauen, Sie müssen auch davon ausgehen, hinterher von Ihrem eigenen Nachwuchs wegen mangelhaften Erbgutes verklagt werden zu können. Was ich unter uns gesagt, bei dem hier vorliegenden Ergebnis Ihres genetischen Roulettes für gar nicht mal so ausgeschlossen halte. Aber heute wollen wir ja nur herausfinden, ob Sie sich Ihr persönlich gezeugtes Wunschkind finanziell erlauben können. Da entnehme ich meinen Unterlagen, Frau Becker, dass Sie bei uns bereits in drei Risikogruppen erfasst sind. Als Frau, Raucherin und aufgrund mangelhafter Zahnpflege, da zahlen Sie bereits jetzt Zuschläge zur Krankenversicherung in Höhe von 70%. Sie, Herr Beckmann, Herr Becker, ja. Sie sind vorbelastet mit Haltungsschäden, Naschsucht mit daraus resultierendem Übergewicht und Sie haben jetzt bereits 2 Jahre hintereinander den obligatorischen Nachweis über die regelmäßige sportliche Betätigung nicht beibringen können. Ihr Zuschlag liegt bei 80%. Das heißt, Sie zahlen ja schon heute gemeinsam das 2,5-fache des Grundbeitrages. Tapfer, tapfer. Die Analyse der Erbanlagen des von Ihnen persönlich gezeugten Embryos kommt dann jetzt zu folgendem Ergebnis. Hier, es handelt sich um ein Mädchen. Die Erbanlagen der Mutter sind dominant. Das heißt, wie sagt der Volksmund, es wird auf Sie kommen, Frau Becker. Womit die Kleine durchaus noch Schwein gehabt haben dürfte. Denn leider ist es Ihnen ansonsten gelungen, so ziemlich alle negativen Merkmale, über die Sie beide verfügen, miteinander zu kombinieren. Ihre Tochter wird mit schwerem Bronchialasthma zu kämpfen haben. Sie wird über einen nervösen Magen verfügen. Durch ein angeborenes Hüftleiden ist sie leicht gehbehindert. Sie wird zu erröten und leicht um Stottern neigen. Das müssen wir als Stressfaktor verbuchen. Das schlägt ja wieder auf den Magen. Wir haben noch die Veranlagung zu Blutdruck, Kurzsichtigkeit, grauer, grüner Star, so ein paar Kleinigkeiten, Senkfüße sehe ich noch. Aber wem erzähle ich das alles? Das macht alles zusammen nach unseren Regelsätzen weitere 130% Zuschlag. Und wenn ich jetzt heute noch erfahre, dass Sie, Herr Backhaus, Herr Becker, dass Sie als Hausmann quasi die Hauptlast der Erziehung übernehmen werden. Ich muss doch davon ausgehen, dass Sie aufgrund Ihrer Naschsucht Ihre Tochter auch mit Süßigkeiten vollstopfen werden. Dass die Kleine Ihre Abneigung gegen sportliche Betätigung jedwede Art übernehmen wird. Das führt es dann in Zusammenhang mit Ihrer mangelhaften Zahnpflege, Frau Becker, zu einem weiteren prophylaktischen Zuschlag von, sagen wir mal, 70%. Das heißt, wenn Sie dieses Kind unbedingt zur Welt bringen müssen, werden Sie bis zum Beweis des Gegenteils für sich und Ihren Nachwuchs mit einem Zuschlag von 350% zur Krankenversicherung belastet sein. Das entspräche dann bei einem gegenwärtigen Beitragssatz von 14%, ganz genau 63% Ihres Bruttolohnes, Frau Becker. Davon übernimmt der Arbeitgeber nach wie vor 7%, selbstverständlich. Wir zählen ja gestern mal Ihre Beiträge zur Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung, weitere Fixkosten wie Miete etc. hinzu. Und dann frage ich Sie jetzt offiziell, Frau Becker, wie Sie und Ihr Hausmann die ordnungsgemäße Aufzucht dieser Tochter überhaupt gewährleisten wollen. Ohne dass wir gleich von vornherein wieder weitere Zuschläge wegen chronischer Unterernährung mit einplanen müssen. Was, fairerweise gesagt, langfristig dann natürlich zum Wegfall Ihres Übergewichtszuschlages führen würde, Herr Becker.
Nein, nein, Sie brauchen die Frage heute nicht zu beantworten, Frau Becker. Sie haben laut Gesetz nach Bekanntgabe der genetischen Embryoanalyse 5 Tage Zeit, sich die Austragung dieses speziellen Fötus noch einmal zu überlegen. Ich darf Ihnen deshalb noch einmal unsere Broschüre über die Möglichkeiten der geplanten Fortpflanzung im Reagenzglas ans Herz bzw. Portemonnaie legen. Die Broschüre enthält eine ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse für alle Modelle. Und wenn Sie noch mal rechnen, je nachdem wie viel Geld Sie heute für eine bestimmte Erbanlage investieren, ja, das sparen Sie da langfristig auch, was Sie sonst für Nachhilfe, Unterricht, Make-up oder größere Operationen ausgeben würden. Außerdem garantieren wir bei Wahl eines Kassenmodells Zuschlagfreiheit für das ganze Leben des Kindes und in diesem Falle ist für Ihren Nachwuchs dann sogar noch der Rechtsweg ausgeschlossen. Frau Becker, lassen Sie sich die Sache mit Ihrem Bauch bitte mal durch den Kopf gehen. Herr Becker, Frau Becker, wir sehen uns in 5 Tagen. Frau Hasenklever, die Nächsten bitte. Während dieser Text etwa 16 Jahre alt ist, kommen wir wieder zu aktuelleren Themen. Meine Damen und Herren, Sie alle haben sich an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist ja eingegraben in das kollektive Gedächtnis der gesamten Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag denn jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. Ja, es war auch ein Dienstag. Am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der demokratisch gewählte Präsident Chiles, dummerweise ein Sozialist, der wurde mithilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Die hatten einen Fehler gemacht, das ist natürlich richtig. Die hatten geglaubt, man könne einen Sozialisten demokratisch zum Präsidenten wählen. Dabei ist es in den USA gar nicht erlaubt. Ausgelöst wurde der Putsch damals durch den Mord am Geheimdienstchef von Allende und den Mordbefehl für diesen Mord, den gab der damalige Osama Bin Laden, der hieß Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende durch eine amerikafreundliche, weil faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte, würde man heute sagen. Ja, die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Aber ich spüre ja auch heute Abend wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, Amerika ist ein spähes Kapitel. Auch mein Ex-Kanzler, Goldkettchen Gerd, hat ja extra gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Amerika. Es ist ein wunderschönes Land. Ich war da auch schon, ein traumhaft schönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Und die sich immer freiwillig in die Regierung wählen. Das ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners ist mir naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner wirklich nicht sehr viel. Viele Amerikaner wissen nur eins von der Welt. Wir sind die Guten. Also mir sagen mir quasi... Wir sind die Guten, eine schöne Sache. Es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Dach Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten. Die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen die Rote Flut. Man hat das Dammschutzprogramm zu Hause etwas vernachlässigt. Aber man hat Bollwerk errichtet, zum Beispiel damals in Persien, im Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlavi, den kennen Sie noch. Schmucker Typ in Uniform, war der Liebling der Boulevardpresse damals in Deutschland, hatte eine deutsche Frau. Die deutsche Kaiserin, Soraya. Sie erinnern sich? Et Soraya. Quasi der Gegenentwurf zu Ursula von der Leyen, würde man heute sagen. Die wurde dann wegen Produktionsausfall betriebsbedingt gekündigt.
Jedenfalls diesen Schah von Persien haben die Amerikaner so lange aufgerüstet, bis der über die fünftgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus und natürlich vor allem, um den Amerikanern das schöne, billige iranische Öl zu liefern. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien dann in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer gescharrt haben, um diesen Diktator wieder loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber doch schon gleich, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie bereit wären, sich von Kardinal Meissner regieren zu lassen? Aber zurück zu Khomeini. Über Khomeini können Sie sagen, was Sie wollen. Er hat eine friedliche Revolution organisiert. Die Iraner haben den Schah von Persien friedlich gestürzt. Der Schah hat Demonstranten erschießen lassen. Von der Armee, von der Geheimpolizei. Aber die von Haus aus gewalttätigen Islamisten haben friedlich demonstriert. Es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen 1 Million Demonstranten in Teheran auf der Straße. Die Armee stand mit Gewehr im Anschlag. Vielleicht haben Sie die Bilder mal gesehen. 1979. Und die Demonstranten haben gesagt, da müsst ihr jetzt alle erschießen, hier geht keiner mehr weg. Und die Armee hat gemerkt, die meinen das ernst. Die sind bereit, für ihre Freiheit zu sterben. Und dann hat die Armee sie in die Kaserne zurückgezogen. Da ist kein Schuss mehr gefallen, der Schah von Persien musste fliehen. Ab mit Farah Diba, ein paar Köpfchen vor Kohle. Nach Ägypten, da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. Von der Welt geächtet, verurteilt zum Tode durch Whirlpool. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt wieder loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das etwas anders. Angela Merkel zum Beispiel. Meine Kanzlerin zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, die Frau zu beleidigen. Angela Merkel, die ja mal gesagt hat, sie will mich durchregieren. Und dann wieder gesagt hat, sie will mir dienen, woraufhin ich jetzt jeden Morgen schweißgebadet aufwache. Ich weiß ja nie, wie sie heute drauf ist. Kommt sie von hinten, kommt sie von vorn? Oder hat sie schon eine gemeinsame Lösung gefunden? Angela Merkel hat den letzten völkerrechtswidrigen Invasionskrieg der Amerikaner im Irak mit dem Satz begründet, ich habe in einer Diktatur gelebt, ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich damals sehr geschämt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe an dem Tag begriffen, wir hätten versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR mit Gewalt zu befreien. Das wäre unsere Pflicht gewesen, oder? Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, sehen Sie, das ist das Sympathische an dieser Frau, die es ohne eigenes Zutun durch eine friedliche Revolution ihrer mutigen Mitbürger in Freiheit gekommen. Sie selber hat ja nicht mitdemonstriert. Sie hat ja das System auf ihre Art bekämpft, auf der Universität. Die war ja schwer im Widerstand. Ich schätze ja, die hat versucht, Honecker zu stürzen durch falsche Forschungsergebnisse. Die Frau ist ohne eigenes Zutun durch eine friedliche Revolution befreit worden. Kaum ist die befreit, meint, die entscheiden zu müssen, wann ein Volk auch mal bereit sein muss, für seine Freiheit zu sterben. Ist das jetzt das Warmherzige, das nur Frauen in die Politik einbringen können? Ja, genieren Sie sich ruhig mal ein bisschen. Doch, genieren Sie sich. Genieren Sie sich für Angela Merkel, Sabine Christiansen und Eva Herrmann. Da wissen Sie mal, wie das ist. Sehen Sie, ich habe mich mein gesamtes erwachsenes Leben lang immer und immer wieder von Vollidioten distanzieren müssen, bloß weil das zufällig meine Geschlechtsgenossen waren. Und jetzt sind Sie mal dran. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben und die Perser waren sauer, denn die Amerikaner haben bis zuletzt den Diktator unterstützt. Und die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen und die Ölquellen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini, ein religiöser Fundamentalist, ein Moslem.
Moslems, Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. Nun kommen Sie, glauben Sie ernsthaft, die 1 Million jungen Katholiken, die letztes Jahr in Köln dem Papst zugejubelt haben, haben sie in der Nacht davor im Zelt auf der Wiese an die Regeln von diesem Papst gehalten? Hören Sie mal, da geht es doch nicht um Inhalte, da geht es um den Event. Da will man mal dabei gewesen sein. Der Mann ist ein Popstar heutzutage. Wo ist denn der Unterschied zwischen Tokio Hotel, Knut und Benedikt dem 16., meine Damen und Herren? Ob da jetzt Benedikt der 16. in Berlin dazu auf dem Affenfelsen rumtont oder ob die den Knut in Rom auf den Balkon stellen, das ist doch völlig egal. Die Leute wollen das mal gesehen haben. Och, ist der süß. Ne? Das Einzige, was ich von katholischen Jugendfreizeiten weiß, ist, da sind immer mehr von zurückgekommen, als hingefahren sind. Und die hauptamtlichen Mitarbeiter sind immer mit gutem Beispiel vorangegangen. Das wollen wir nicht vergessen. Denn natürlich sagt der Kardinal Meissner, wie kann man CSU-Vorsitzender werden, wenn man ein uneheliches Kind in die Welt gesetzt hat? Wie soll das gehen? Aber natürlich kann man katholischer Priester bleiben, wenn man uneheliche Kinder hat, oder? Natürlich, da kann man auch 3, 4 uneheliche Kinder haben, das ist auch finanziell kein Problem. Das zahlt alles das Bistum. Die Alimente für die unehelichen Kinder von katholischen Priestern zahlt das Bistum, da haben die extra Fonds für. Jedes Bistum hat einen extra Fonds dafür. Da hat jedes Bistum eine extra Haushaltsstelle für. Ich weiß jetzt nicht, ob Köln oder Aachen, jemand hat mir erzählt, ein Bistum hat das versteckt im Haushalt unter dem Posten unvorhergesehene Baumaßnahmen. Und wenn es nicht stimmt, ist es aber sehr schön erfunden, meine Damen und Herren. Meine Vermutung ist, die katholische Kirche wäre an Alimentezahlungen schon pleite gegangen, wenn nicht ein Drittel der Priester schwul wäre. Aber zurück zur Khomeini. Der Iran wurde damals quasi über Nacht vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden, da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden, der wohnte da gleich um die Ecke, damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein, ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen seit Jahren prima Geschäfte. Wir wissen, du bist ein souveräner Schweinediktator. Wir rüsten dich weiter auf, du marschierst im Iran ein, du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat, denn der Khomeini wollte ja damals schon den schiitischen Gottesstaat am ganzen Golf ausbreiten. Die Kraft der Revolution. Alle hatten Angst, die Saudis hatten Angst, die Kuwaitis hatten Angst und im Irak war es ja immer so, dass die sunnitische Minderheit unter Hussein die schiitische Mehrheit unterdrückt hat. Also haben die Saudis dem Hussein Geld geliehen und die Kuwaitis haben dem Hussein Geld geliehen und die Amis haben die Waffen geliefert. Und der Deal war, du marschierst im Iran ein, das willst du ja sowieso machen, hältst den Khomeini in Schach, du willst ja einen Groß-Irak haben und die Ölquelle im Grenzgebiet, die kannst du behalten, damit kannst du hinter den Krieg finanzieren. Und der Hussein ist ja sofort losmarschiert, ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang, von 1980 bis 1988, Golfkrieg. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland Iran geführt. Wir Deutschen waren neutral in dem Krieg, muss man fairerweise mal dazu sagen. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ohne Deutschland darf ja nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Das muss ich nochmal nachgucken. Aber es war irgendwas mit Arbeitsplätzen, das weiß ich noch ganz genau. Nach 8 Jahren Krieg und 1 Million Tote hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein, er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt und der Hussein wollte noch eine Belohnung. Und die Amis haben gesagt, ja, was heißt die Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Hast du nicht? Hast du keine Belohnung? Da war der Hussein pampig. Der Krieg hatte 160 Milliarden Dollar gekostet. Der war hoch verschuldet. Er hatte nichts erreicht. Die eigene Bevölkerung war am Murren und am Meckern. Und da hat der Hussein überlegt, wie komme ich aus der Nummer raus? Und hat dann gesagt, wisst ihr was, ich hole mir die Ölquellen jetzt in Kuwait.
da komme ich sehr viel leichter rein und bin da auch schon mal meine Schulden quitt. Aber da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, wir herrschen, du Pitbull. Hussein, Perser abknallen und Kurden vergasen, da hat keiner ein Problem mit. Da kriegst du alles Giftgas, was du brauchst. Aber Kuba besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste nicht, was los war. Was hat er denn jetzt falsch gemacht, aus seiner Sicht? Aus seiner Verbrechersicht? Wie erklären Sie einem hauptberuflichen Bankräuber, dass er die Commerzbank überfallen darf, aber die Dresdner Bank nicht? Wo ist die Moral? Was bitte hat Saddam Hussein beim Einmarsch in Kuwait anders gemacht als beim Einmarsch im Iran? Hat er sich verändert? Nee, der hatte sich nur rumgedreht. Aber über Nacht wurde Saddam Hussein vom Bekämpfer des Bösen zum Bösewicht des Jahrhunderts. Der neue Hitler war geboren. Wie praktisch. Es war der Herbst 1990. Die Sowjetunion begann sich aufzulösen. Gorbatschow sagte, wir können nicht mehr. Gorbatschow sagte, das Rüsten ist vorbei. Das Wettrüsten ist zu Ende. Wir haben das Geld nicht mehr. Ihr könnt betteln, solange ihr wollt. Wir rüsten nicht mehr mit. Ja, Sie haben gut lachen. Aber die amerikanische Rüstungsindustrie war in heller Aufregung. Der Feind hatte sie einfach aufgelöst. Ohne Rücksprache. Alle sprachen von Friedensdividende. Wie hätte man jetzt der amerikanischen Bevölkerung noch klar machen sollen, dass die ganzen schönen Steuergelder für wahnsinnige Rüstungsprojekte ausgegeben werden mussten? Star Wars, SDI, was weiß ich. Die Amis hätten gesagt, nee, Friedensdividende. Wir können jetzt mal Schulen bauen. Wir können Straßen reparieren. Wir haben überhaupt keine Gesundheitsvorsorge in den USA. Und das Dammschutzprogramm müsste dringend mal erneuert werden. Wenn Sie einer Bevölkerung Geld für Rüstung abpressen wollen, wenn Sie unsinnige Gesetze machen wollen, die die Bürgerrechte einschränken, dann brauchen Sie eine Bedrohung. Sie müssen den Menschen Angst machen, sie brauchen einen Feind. Und da haben die Amis sich einen gebastelt. Die haben den Hussein damals zum Hitler aufgeblasen. Einen miesen, kleinen, lokalen Despoten haben die zum Hitler aufgeblasen. Natürlich war der Hussein immer ein riesen Arschloch, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deshalb war der ja auch der natürliche Verbündete der USA gewesen. Aber der war doch niemals eine Bedrohung für die Welt. Aber der Papa Bush, der hat die Amis so verrückt gemacht. Vor dem letzten Krieg, jetzt haben 70% der Amerikaner geglaubt, der Hussein hätte mit seinen Raketen bis Amerika schießen können. Dieses dämliche Volk weiß ja nicht, wer das Wasser zwischen den Kontinenten liegt. Und der Papa Bush hat gesagt, Hitler, das ist bei uns Chefsache. Und hat eine Riesenarmee an den Persischen Golf gebracht. Und seitdem sind die ja da. Die sind da geblieben nach dem Ersten Krieg. Überall stationiert in den Ländern mit den Ölquellen. Denn wie sagte schon der olle Kissinger, Öl ist zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. Ja, für sowas kriegen sie einen Friedensnobelpreis, wenn sie mal Interesse haben. Es sind aber nicht nur die Länder mit den Ölquellen, es sind die Länder mit den heiligen Städten des Islam. Und da muss man dann doch schon mal fragen, was ihr Herrgott sich da so bei gedacht hat. Unser schönes Öl bei den Moslems zu verbuddeln. Machst du das überhaupt nicht stutzig? Haben Sie noch nie Angst gehabt, dass Sie vielleicht doch vor dem falschen Altar rumrutschen? Überlegen Sie mal, unser Öl bei den Moslems, unser Gas bei den Kommunisten. Was haben wir? Die dreckige Kohle, die kommt nicht mal von selber hoch. Was haben die Amerikaner im Irak verloren? Menschenrechte schützen? Können wir den Scherz nochmal in Farbe hören? Was diese amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, haben wir doch jetzt alle begriffen, oder? Systematische Folterung von Kriegsgefangenen? Abu Ghraib? Die haben sich das vom Kongress schriftlich genehmigen lassen, dass die Menschen foltern dürfen. Guantanamo Bay? Das größte Verbrechen der westlichen Zivilisation seit dem Zweiten Weltkrieg? Menschen wie Tiere in Käfigen? Seit 5 Jahren? Haben Sie die Bilder mal gesehen, in diesen roten Overalls mit den Handschellen, mit den Fußfesseln? Seit 5 Jahren sitzen einige da. Keine Anklage, keine Beweise, nichts, nur Vorwürfe.
Sack über dem Kopf und verschleppt aus Afghanistan. Ihr seid Bestien, für euch gelten keine Grundrechte. Natürlich nicht. Es sind ja Bestien. Wissen Sie, warum die also lange Haare haben? Die Zellen sind rund um die Uhr beleuchtet. Wenn Sie da ein bisschen Dunkelheit mal haben wollen, dann müssen Sie die Haare so lang wachsen lassen, dass Sie über die Augen kämmen können. Hat der Kohn das doch alles erzählt? Seit 5 Jahren sitzen Menschen unter diesen Bedingungen. Rund um die Uhr beleuchtete Zellen, permanente Verhöre, immer wieder dieselben Vorwürfe. Nach 5 Jahren gestehen sie alles unter solchen Bedingungen. Und dann sagt mein Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble, ihm sei von Folterungen in Guantanamo nichts bekannt. Ja, dem Mann können wir ja zumindest weiterhelfen. Ich schlage hiermit offiziell vor, Herrn Schäuble mal 5 Jahre lang in so einem Käfig einzusperren, meine Damen und Herren. Das können wir doch hier in Bonn machen. Sie haben doch sicher noch ein schönes freies Plätzchen. Da machen wir eine neue Touristenattraktion draus. So eine neue Fanmeile. Public Schäuble Viewing. Ich meine das ernst. Ich bezahle den Käfig und alles, was Herr Schäuble frisst. So viel wird das nicht sein. Und Sie können ab und zu vorbeigehen und sagen, na Herr Schäuble, haben Sie jetzt eine konkrete Erinnerung an die Spendenaffäre? Da müssen wir nochmal wiederkommen. Und wenn der Schäuble nach 5 Jahren in so einem Käfig dann immer noch nicht weiß, was Folter ist, ja, dann wollen wir auch nichts gesagt haben. Ne? Dann ist ja alles Butter. Menschenrechte, hören Sie doch damit auf. Es geht doch hier nicht um Menschenrechte, es geht um Schürfrechte. Es geht ums Öl. Natürlich. Der Erste, der es offen zugegeben hat, war Jacques Chirac. Man muss dem Mann doch dankbar sein. Im Januar 2006 hat er das offen zugegeben. Die sind doch jetzt mit dem Iran zugange. Nachdem die Demokratisierung des Iraks so wunderbar funktioniert hat, soll das Erfolgsmodell ja auf den Iran übertragen werden. Die freuen sich schon Loch in den Bauch da alle. Jetzt hat der Iran natürlich einen Fehler gemacht, das muss man eingestehen. Der Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Seitdem wird der Iran kontrolliert von der Atomenergiebehörde, von dem El Baradei. Israel zum Beispiel hat den Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben. Die werden auch von keinem kontrolliert. Das ist auch nicht weiter schlimm. Israel hat Atomwaffen hergestellt, das weiß man seit 20 Jahren. Da haben die nie drüber geredet, der Eumert hat sich letztes Mal verplappert, aber man weiß, die haben das Zeug. Die haben Atombomben hergestellt, die haben auch Kernkraftwerke, das wissen nur alle, das ist aber nicht weiter schlimm. Der Iran aber hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, genau wie wir Deutschen übrigens, und wird seitdem kontrolliert, denn in dem Vertrag hat der Iran sich verpflichtet, keine Atomwaffen herzustellen, nicht zur Verbreitung von Atomwaffen beizutragen und darf dafür im Gegenzug Uran zu friedlichen Zwecken anreichern für die Kernenergie, wie wir Deutschen das auch alles dürfen. Jetzt kann man mit dem angereicherten Uran böse Dinge tun. Plutoniumwirtschaft, das wissen wir alle seit Jahren. Bei uns Deutschen geht da keiner von aus. Wir Deutschen haben uns über die Jahrhunderte einen einwandfreien Leumund erworben. Der Iran aber hat ja schon mehrere Weltkriege angezettelt. Und ist bekannt dafür, dass er immer wieder über unschuldige Nachbarvölker einfach so herfällt. Jetzt sagt die westliche Wertegemeinschaft zum Iran, du hörst jetzt erstmal auf, das Uran anzureichern. Du hörst da erstmal komplett mit auf. Vorher reden wir überhaupt nicht weiter. Hör auf damit. Du kannst es ja bei uns kaufen, das Zeug. Und dann sagt der Iran, zu meinen Augen nicht zu Unrecht, über den Ahmadinejad müssen wir nicht reden, meine Damen und Herren. Der Mann hat natürlich einen Vollschatten, das weiß ich auch. Der Ahmadinejad hat nicht nur einen neben sich stehen, der hat einen vor sich, einen hinter sich. Der ist vom Müntefix umzingelt, würde ich so sagen. Sehen Sie, wer ernsthaft den Holocaust leugnet, das ist auch kein Thema mehr fürs Kabarett. So ein Mann gehört in die Psychiatrie, der muss behandelt werden. Ich weiß, ob man das behandeln kann, aber das ist nicht mehr mein Thema. Also lass mal den Mann mal außen vor. Aber der Iran sagt in meinen Augen im Dezember 2005 nicht zu Unrecht, Moment mal, wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, da steht drin, wir dürfen Uran anreichern zu friedlichen Zwecken. Jetzt wollt ihr uns das verbieten, dann drehen wir euch den Ölhahn ab. Das sind ja auch nur Verträge, oder? Kann man doch einseitig brechen, haben wir doch gerade gelernt. Und dann sagt der Jacques Chirac daraufhin im Januar 2006 wörtlich, ich bin bereit, Atombomben auf Schurkenstaaten zu werfen, wenn die strategische Versorgung des Westens gefährdet ist. Das heißt, natürlich kann der Iran Atombomben haben. Der Chirac bringt die sogar persönlich vorbei.
Und wir müssen nur noch klären, was Jacques Chirac wohl unter der strategischen Versorgung des Westens versteht. Was schätzen Sie? Croissants? Es geht ums Öl, natürlich. Wir sind komplett abhängig vom Öl. Die ganze Wirtschaft hängt davon ab. Das muss verfügbar bleiben zu einem akzeptablen Preis. Wo kommen wir hin, wenn die Menschen, denen das Öl gehört, bestimmen, was es kostet? Die NATO muss das sicherstellen, dass das Öl verfügbar bleibt. Unseren Nachschub sicherstellen. Damit die Bundeswehr da mitspielen kann, muss die Bundeswehr umgebaut werden. Das ist ja eine Verteidigungsarmee, ne? Da tun sie ja nun gar nichts mit. Das ist da ein sinnfreier Haufen, Verteidigungsarmee. 50 Jahre lang haben die sich in der Lüneburger Heide den Zapfen gestrichen. Ist da einmal einer gekommen? 60 Jahre nach Kriegsende muss man noch mal akzeptieren. Kein Schwein auf der Welt will mit uns Deutschen Krieg spielen, wenn wir nicht anfangen. Das ist demütigend, ja. Aber die Welt ist schlecht. Jetzt wollen die Jungs überall mitkämpfen. Und da hat der Struck damals sofort gesagt, Deutschland wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Als der Struck den Satz zum ersten Mal gesagt hat, habe ich schon geahnt, Struck und Durchblutung. Aber jetzt sind die deutschen Soldaten überall. 9000 deutsche Soldaten sind weltweit im Einsatz, zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Die grünen Pazifisten, die aus der NATO austreten wollten, haben die deutschen Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Ein fantastischer Erfolg. 9000. Deutsche Soldaten weltweit im Einsatz und jetzt sagt die Bundeswehr, mehr können wir nicht mehr. Die haben gesagt, noch einen Auftrag können sie auch nicht übernehmen. Sie sind logistisch am Ende, auch finanziell. Man hat es bei den Tornados ja gerade gesehen. Man hält die 30 Jahre lang vorrätig, da werden die 14 Tage lang gebraucht, schon bricht das erste Bugrad ab. So desolat ist unsere Bundeswehr, meine Damen und Herren. Die haben gesagt, sie können nicht mehr. Und mich macht das sehr nervös. Hören Sie mal, wir füttern noch da 280.000 Mann stehendes Heer durch, oder? Wir haben 280.000 Mann unter Waffen. Wenn davon 9.000 ihrem Beruf nachgehen, sind die finanziell am Ende. Wenn das der Russe geahnt hätte. Jetzt kommt erschwerend hinzu, die waren so lange nicht im Ausland, die deutschen Soldaten, die wissen gar nicht mehr, wie man sich als Soldat da benimmt. Jetzt haben die sich daneben benommen, in Afghanistan, Riesenskandal, es hieß obszön, obszön. Ich dachte, was ist los? Der Verteidigungsminister sagte, was die deutschen Soldaten gemacht haben, wäre obszön, unentschuldbar. Ich dachte, was haben sie gemacht, obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kameraden missbraucht? Ich meine, das machen sie ja gerne. Gehört ja zur Grundausbildung, haben wir ja gelernt. Obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kinder über den Haufen geschossen, haben sie Frauen geschändet, was haben sie gemacht? Nö, sie hatten überhaupt nicht geschossen. Schnappschüsse hatten sie gemacht. Haben den Leuten die Motive nicht gefallen. Wenn die Amerikaner Kinder über den Haufen schießen, fragt keiner nach den Motiven. Die sind immer ehrenwert. Bei unseren Fotos kommt es auf die Motive an. Die Deutschen waren völlig entsetzt. Viele haben gesagt, wieso eigentlich deutsche Soldaten in Afghanistan? Ich dachte, das wäre die Bundeswehr da. Das sind doch keine Soldaten, ich bitte Sie. Das haben wir doch gelernt, Bundeswehr, das sind Staatsbürger in Uniform. Menschen wie du und ich, Menschen mit innerer Führung, die einfach Spaß haben, in der Uniform rumzulaufen. So Ganzjahreskarnevalisten, was weiß ich. Die verbreiten unser Brauchtum weltweit. Jetzt ist denen da in Afghanistan diese Hamlet-Aufführung ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber das haben sie ja gleich gesagt. Die Soldaten haben gesagt, das würde nie wieder vorkommen. Nächstes Mal würden sie auch Kinder über den Haufen schießen. Da würde zu Hause keiner sagen, das ist obszön. Das wäre dann Notwehr. Meine Damen und Herren, die NATO-Doktrin sagt offiziell, wir dürfen die NATO-Soldaten noch außerhalb des Bündnisgebietes einsetzen, wenn der Nachschub unserer Ressourcen gefährdet ist. Das heißt, wir schützen nicht mehr das, was uns gehört. Wir schützen jetzt auch das, was wir gerne hätten. Wenn das der Führer noch erlebt hätte. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Sie erinnern sich an den ersten Krieg gegen Hussein 1991. Im Januar begann das Bombardement.
Erstmal 4 Wochen lang Präzisionsbombardement. Die Amerikaner können ja heute aus 5 Kilometer Höhe mit chirurgischer Präzision, ja, die können mit chirurgischer Präzision aus 5 Kilometer Höhe, die können keine Maschinen bauen, die Zettel zählen können, aber die können aus 5... Dann kam der Frontalangriff zu Lande. Februar 91, Papa Rüsch sagte, es kommt die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Es ging gegen Hitler mit seiner Wahnsinnsarmee. Februar 91, bei uns fiel der Karneval aus. Dafür waren die Gasmasken ausverkauft. In ganz Deutschland waren alle Gasmasken ausverkauft. Die Deutschen hatten Angst vor Saddam Hussein. Nur um mal klarzustellen, dass das deutsche Volk nicht weniger beschränkt ist als das amerikanische. Die Deutschen hatten Angst, der Hussein hätte mit den Raketen, die wir ihm verkauft hatten, mit den Gassprengköpfen bis nach hier schießen können. Dabei waren die alle für Israel gedacht. Und da hat er sie ja ordnungsgemäß hingeschossen. Der Hussein war immer ein fairer Kunde. Der hat nie seine Lieferanten angegriffen. Der Ahmadinejad ist ein primitiver Antisemit, müssen wir nicht drüber reden. Israel muss zerstört werden, das ist primitiver Antisemitismus, natürlich. Aber das ist arabische Rhetorik seit 40 Jahren, meine Damen und Herren. Die Juden müssen ins Meer getrieben werden, das sagen die da seit 40 Jahren. Hat der Hussein auch immer gesagt. Wenn der Hussein sowas gesagt hat, hat die Regierung Kohl gesagt, Hussein, nicht so laut. Was brauchst du denn? Die Regierung Kohl hat den Export von Kurzstreckenraketen mit Giftgas-Sprengköpfen aus Deutschland an den Irak genehmigt, meine Damen und Herren. Die hat den Todfeind Israels mit Giftgasraketen aufgerüstet. Und dann saßen die Deutschen im Februar 91 mit Gasmasken vorm Fernseher und sahen zu, wie die Israelis im Bunker und im Keller saßen und mit Kurzstreckenraketen aus Deutschland mit deutschem Giftgas beschossen wurden. Wie nennen Sie das denn jetzt? Intelligenten Antisemitismus? Nach dem Motto, der Ahmadinejad schwätzt so dumm rum, die Regierung Kohl hat wenigstens was getan. Das ist doch mal ein Friedensnobelpreis wert, oder? Bei der größten Panzerschlacht aller Zeiten sind übrigens 17 amerikanische Soldaten ins Leben gekommen. Das sind jetzt Panzerschlachten heute. 17 Tote, da ist doch bei jedem Nebelunfall auf der A3 mehr los. Was sind denn das für Kriege? In beiden Kriegen gegen Hussein sind jeweils 150 amerikanische Soldaten gestorben. Jetzt die ganzen Toten, das war nach Ende des Krieges, zur Besatzungszeit. In den Kriegen sind jeweils 150 Amerikaner gestorben. Davon die Hälfte jeweils von eigenen Kameraden erschossen. Der Rest ist bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Alles wie zu Hause. Killed by friendly fire. Guten Freunden gibt man halt ein Schüsschen oder ein paar hundert. Auf irakischer Seite sind 50, 60, 70.000 Menschen gestorben. Die haben die aus der Luft abgeknallt wie die Kanickel. Da ist da am Boden ja nicht gekämpft worden. Da können sie doch dreimal ran, wenn so ein Krieg gewinnt. Da können sie auch den Klitschko auf den 3-Jährigen loslassen und sagen, pass auf dein Knie auf, der Kleine hat einen schweren linken Haken. Aber der Hussein hatte ja die Massenvernichtungswaffen. Das ganze Land voller Massenvernichtungswaffen. Der konnte innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Wo ist das ganze Zeug eigentlich? Da hat der Putin einen schönen Satz gesagt. Wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Die Amis haben den Hussein zweimal angegriffen und zweimal locker besiegt. Und der Papa Bush war damals sogar clever. Der Papa Bush hat den Hussein an der Macht gelassen. Geschwächt an der Macht. Ein Arschloch im Wandschrank. Für eine Weltmacht eine prima Sache, wenn es zu Hause nicht so läuft. Wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank. Bom, 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 bom. Dann kommt er zur Wiedervorlage wieder zurück. So, auch jetzt beim Terrorismus. Amerika geschockt nach dem 11. September 2001. Zu Recht geschockt. Ein furchtbares Verbrechen. Der Präsident, wir müssen was tun. Mr. President, da kann man noch nichts tun. Das ist Terrorismus. Was wollen Sie denn da tun? Das kann man nur ertragen, in Würde. Wir können der Welt beweisen, dass eine Demokratie
sich durch solche Verbrechen nicht erschüttern lässt. Wasser Gesülze. Wir sind Amerikaner, wir tun immer was. Wir müssen uns rächen. An wen denn, Mr. President? Das ist ja das Blöde bei Selbstmordattentäten. Wir rächen es an den Hintermännern. Was weiß ich. Wir wissen doch gar nicht, wer das wirklich ist. Und wo die sind, wissen wir auch nicht. Wir müssen aber irgendwas tun. Ja, wir können irgendwas bombardieren. Das ist das Einzige, was wir wirklich gut können. Bombardieren wir Afghanistan. Da ist eh schon alles kaputt. Außerdem läuft ja der Bin Laden rum. Vielleicht treffen wir ihn ja. Terroristen-Bombenlotto. Vielleicht haben wir Glück. Der erste vernünftige Vorschlag. Auf nach Afghanistan. Jetzt haben die den Bush damals mit Mühe davon abhalten können, Afghanistan mit Schiffen anzugreifen. Schade, oder? Ich hätte ihn fahren lassen. Stattdessen 4 Wochen lang Bomben auf Afghanistan. Ha, das hat schon mal gut getan. So, ist der Terrorismus jetzt besiegt? Nein, Mr. President, die Taliban sind besiegt, vorläufig. Die sind jetzt wieder im Untergrund als Terroristen. Der Terrorismus hat weltweit sehr großen Zulauf. Das war eine sehr schöne Werbeaktion, kann man nicht anders sagen. Ja, was denn mit den Bin Laden, Freunde? Ja, den können wir nicht fangen, den hat das CIA zu gut ausgebildet. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen was tun. Ja, wir wissen doch, wo ein Arschloch im Wandschrank sitzt. Hat er was mit dem 11. September zu tun? Nein, aber wir wissen, wo er ist. Also raus damit. Bam, 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 bam. Was macht der W? Er macht auch noch den Wandschrank leer. Jetzt ist der Irak das Aufmarschgebiet für Al-Qaida, was er vorher nie war. Jetzt ist der Bürgerkrieg. Jeden Tag sterben 100 Menschen und die Syrer haben Angst, dass sie in den Schrank müssen. Einer muss doch immer im Schrank. Es geht doch um die Freiheit. Afghanistan war auch besetzt von bösen Russen. Die Amerikaner haben gesagt, der Russe muss da raus. Wer kann das für uns machen? Haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf und dann kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ich habe doch keine Leute, hat der Bin Laden gesagt. Die paar afghanischen Freiheitskämpfer, hier, da tue ich nichts mit. Die Leute besorgen wir dir auch. Und dann haben die Amerikaner Söldner nach Afghanistan gebracht. Da sind die stolz drauf, meine Damen und Herren. Das sind hier keine Verschwörungstheorien. Der CIA brüstet sich damit, um die Russen zu vertreiben, haben die damals mit Hilfe von Saudi-Arabien bis zu 100.000 fanatische junge Moslems in den arabischen Ländern angeworben und zum Kämpfen nach Afghanistan gebracht. Söldner, islamistische Fundamentalisten, diese Selbstmordattentäter. Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen, den Gotteskriegern, mit amerikanischem Geld, mit amerikanischen Waffen und mit von Amerika bezahlten Selbstmordattentätern gegen die gottlosen Russen gekämpft. 10 Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. Waren noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben so ein klares Weltbild. Frau Merkel, ein Land ist besetzt, aus welchem Grund auch immer. Ein Land ist besetzt und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt von außen finanziert gegen die Besatzer. Das ist doch Terrorismus, oder? Hamas oder Hamas nicht? Nach heutiger Terrorismusbekämpfungslogik hätten die Russen doch damals einfach nur in Washington in der Hauptgeschäftsstraße mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder und deren Familien abknallen müssen, um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Gleiches Recht für alle, oder? Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben. Und die Amerikaner waren begeistert. Super, euer Land ist frei. Ja, sieht nicht schön aus, aber ist ja euer Land. Was heißt denn hier total vermint? Habt ihr schon mal Bodenschätze? Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen, natürlich. Es ging doch niemals um Afghanistan. Es ging darum, den Russen eins auszuwischen. Dann kamen in Afghanistan die Bürgerkriege. Sie selbst überlassen haben die Leute einfach weitergekämpft. Die Söldner können ja auch nichts anderes. Aus dem Bürgerkrieg gingen die Taliban als stärkste Kraft hervor. Dann wollten die ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch von den gottlosen Russen befreien, wie sie es gelernt hatten. Und da kamen sie zu spät. Jetzt waren es echte Terroristen. Ja, die Amerikaner hatten wieder die Seite gewechselt. Diesmal hatten sie sich mit dem lupenreinen Demokraten Wladimir Putin verbündet.
Ich habe ja immer geglaubt, das ist ein Massenmörder, aber nein, es ist ein lupenreiner Demokrat, sagt Gigi, also Goldkettchen Gerd. Tschetschenien, das ist lupenreiner Völkermord, das sind lupenreine ethnische Säuberung, da widerspricht auch keiner, meine Damen und Herren. Der Putin macht mit den Tschetschenen das erfolgreich, was der Hussi mit den Kurden immer nur versucht hat. Deshalb stand der Schröder immer mehr auf Putin. Der Schröder steht auf Erfolgstypen, mit so Losern hat er nichts am Hut. Der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die auf dem Gewissen haben. Der Unterschied besteht in einer Sache. Der Putin hat genau all die Waffen, die dem Hussein immer nur unterstellt worden sind. Hätte der Hussein die Waffen gehabt, wäre doch niemals angegriffen worden. Sind Sie wahnsinnig? Der wäre heute noch schön im Amt. Der wäre bei Schröder von 60. Geburtstag eingeladen worden. Der wäre unser strategischer Partner im Nahen Osten und würde Vorträge halten über die Bekämpfung des schiitischen und kurdischen Terrorismus in seinem Land. Und jetzt überlegen Sie noch mal ganz kurz, warum manche Iraner vielleicht doch gerne eine Atombombe hätten. So ganz neutral. Glauben Sie wirklich, die wollen Israel angreifen? Wo die wissen, Israel hat auch eine Atombombe und dann ist da alles platt. Glauben Sie sowas? Halten Sie diese Menschen für so beschränkt wie den Chefredakteur der Bild-Zeitung? Oder könnte es sein, dass die Iraner sagen, naja, so eine Atombombe ist vielleicht doch die einzige Versicherung gegen einen willkürlichen Angriff durch die USA? Könnte das sein? Ich kenne jedenfalls ein Land, das lassen die Amerikaner in Ruhe. Der Diktator hat noch mehr Leute auf dem Gewissen. Der ist schon vom Namen her krank. Kim Jong-il. Eigentlich sogar Kim Jong-very-il. Mit dem wird verhandelt. Der darf jetzt schon wieder Waffen liefern nach Mogadischu zur Bekämpfung der Islamisten. Den lassen die Amis in Ruhe. Nordkorea ist A-versichert. Die Anschläge waren furchtbar in den USA, entsetzlich. Genauso wie die Reaktionen bei uns. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Meine Lieblingsüberschrift. Nichts wird jemals... Die hätten noch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Peter Struck rief völlig unterzuckert. Jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastet. Zum Deutschsein komme ich ganz, ganz selten. Plötzlich war einer Amerikaner. Dann kamen die Anschläge in Madrid, Struck im Fernsehen. Jetzt sind wir alle Spanier. Ich komme nicht mehr hinterher. Als in London die Bomben hochgingen, habe ich sofort den Fernseher ausgemacht. Ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich das verpasst. Letzten Herbst in Antalya, der Anschlag. Hat der Struck da gesagt, jetzt sind wir alle Türken? Nee, da kann er doch noch differenzieren, oder? Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt damals. Nach den Anschlägen von New York und Washington saß die Merkel auf der Pressekonferenz und hat wörtlich gesagt, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Hat sie vergessen, noch die Pumps zusammenzuschlagen. Zu allem bereit. Ami Befehl, ich folge dir. 40 Jahre Diktatur gehe wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Sehen Sie, ich würde ihr das alles durchgehen lassen als Überreaktion im ersten Augenblick. Der Schröder hat ja auch so einen Unsinn erzählt. Der hat von der uneingeschränkten Solidarität gefaselt. Das ist genau so ein Quatsch. Gibt es irgendjemanden, mit dem Sie uneingeschränkt solidarisch sind, egal was der anstellt? Der Schröder hat aber begriffen, was er falsch gemacht hat und hat dann gesagt, den Krieg machen wir nicht mit. Der Irakkrieg ist völkerrechtswidrig, hat der Schröder gesagt. Da beteiligen wir uns nicht dran. Da muss es andere Möglichkeiten geben. Friedliche Lösungen. Und das nimmt die Merkel dir bis heute übel. Merkel und Schäuble haben nichts dazugelernt. Die sagen bis heute, das sei falsch gewesen, was der Schröder da gemacht hat. Die sagen bis heute, wenn der Schröder den Bush unterstützt hätte mit seiner Kriegsdrohung, dann hätte der Krieg verhindert werden können.
Man muss sich das immer wieder in Erinnerung bringen, meine Damen und Herren. Die Merkel hat nichts von dem von damals zurückgenommen. Die ist ja damals extra in die USA geflogen. Sie können sich doch erinnern. Herr Busch, der Schröder findet das doof, was Sie machen. Aber wir finden das doof, was der Schröder macht. Ich hoffe, Sie vergessen das nicht. Die hat doch... Die hat doch dem Busch das ganze Oval Office vollgeschleimt damals. Dass die Schabracke sich überhaupt wieder nach Hause getraut hat. Das muss man sich wirklich ab und zu mal klar machen. Das vielleicht Einzige, was der Schröder in seinem ganzen verfuschten Leben definitiv richtig gemacht hat, zu sagen, diesen Krieg machen wir nicht mit. Da sagt die Merkel und der Schäuble sagen bis heute, das wäre falsch gewesen. Die sagen bis heute, der Schröder hätte die Drohung von Blair und Bush unterstützen müssen. Und jetzt möchte ich noch mal kurz erinnern, womit der Bush damals gedroht hat. Heute heißt es ja immer, ja, der Hussein musste ja auch wirklich weg, das war ja auch ein böser Diktator. Das war aber nicht die Drohung damals, oder? Der Bush hat damals gesagt, Hussein, rück die Massenvernichtungswaffen raus. Wir wissen, was das Zeug? Wir haben die Satellitenfotos. Wir haben sie der UNO gezeigt. Die ganze Welt weiß inzwischen, wo das Zeug liegt. Bloß die Inspekteure sind ja zu doof, das zu finden. UNO-Affen haben wir nichts mit dem Hut. Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir greifen an. Es hat nie geheißen, rück den Hussein raus oder Hussein tritt zurück. Rück die Massenvernichtungswaffen raus oder wir schießen dein Land in Klump und Asche. Das war die Drohung, die der Schröder unterstützen sollte. So, und jetzt wüsste ich von Herrn Schäuble gerne mal, wie der Hussein diesen Krieg hätte verhindern können. Was hätte der Hussein machen können? Er hat doch immer gesagt, komm, gucken, ich hab nichts, oder? Der konnte das Zeug doch nicht rausrücken, oder? Der hatte das doch nicht. Der hatte wirklich nichts. Was hätte der machen sollen? Der hat immer gesagt, komm, gucken. Der Mann hat die Wahrheit gesagt. Herr Schäuble, dass Sie sich das nicht vorstellen können, dass jemand auch mal die Wahrheit sagt, ja, das kann ich ja verstehen. Sagen Sie mal, Frau Merkel, was machen Sie eigentlich, wenn ich Ihnen eine Knarre in den Schädel halte und sage, rücken Sie mal die 2 Millionen Euro raus, die in Ihre Handtasche eingenäht sind? Ja, da brauchen Sie gar nicht grinsen. Ich habe ein Satellitenfoto vom CIA. Da können Sie genau erkennen, in Ihrer Handtasche sind 2 Millionen Euro eingenäht. Rücken Sie die raus und ich baller sie weg. Was machen Sie da? Wissen diese Menschen, was sie tun, wenn sie Länder mit Krieg drohen aufgrund von Vermutungen, die die Geheimdienste aufgestellt haben, um zu rechtfertigen, dass sie weiter Geld kriegen? Wo bin ich hier? Krieg ist wieder ein Mittel der Politik? Was ist das für eine Frau? Ist das eine Frau? Ist das eine Physikerin? Oder ist das ein Knallgasexperiment auf 2 Beinen? Es muss ja was passieren. Wir alle sind bedroht durch den islamistischen Terrorismus. Das ist die große Bedrohung im 21. Jahrhundert. Der islamistische Terrorismus bedroht die ganze Welt. Und diese Bedrohung bleibt uns erhalten. Das ist das Schöne an der Sache. Das passiert den Amerikanern nicht nochmal, dass ein Feind sich einfach auflöst. Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Extra Aufschlag auf die Tabaksteuer, zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Hunderte Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Ja. Raucher sind das Selbstmordattentäter, oder? Steht auf der Packung drauf. Holen Sie doch die Packung mal raus. Ist netter formuliert, aber steht drauf, Sie schädigen sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Auf anderen Packungen drauf, Rauchen kann tödlich sein. Auf Deutsch, Sie töten sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Ist doch für mich die klare Definition eines Selbstmordattentats. Ist aber erlaubt, oder? Weil es auf der Packung steht. Da werden Grenzwerte festgelegt und dann dürfen Sie. Das Kabinett sagt, 9000 Deutsche sterben jedes Jahr durch Passivrauchen. Ist erlaubt. Brauchen Sie auch keine Trennwände in den Gaststätten. Der Gaststättenverband sagt offiziell, wir machen das mit intelligenter Luftsteuerung. Gaststättenverband, da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann.
klarer Fahrversatzattentat ist erlaubt, weil es auf der Packung steht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Attentäter auf die Sprengstoffgürtel vielleicht draufschreiben würden, Sprengen gefährdet die Gesundheit ihrer Mitmenschen, sagen wir. Wahrscheinlich würde die EU Grenzwerte festlegen, oder? In den Zügen würden sie Bomberabteils kriegen, Raucherabteils, Nichtraucherabteils. In den Gaststätten brauchen sie keine Trennwände. Die machen das mit intelligenter Splittersteuerung. Machen sie. Und der Rüttgers wird sagen, okay, in Eckkneipen ist es erlaubt. Die Frage ist doch, wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage beim Terrorismus für mich, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, Verbrechen zu verharmlosen. Das sind Mörder, miese, gemeine Mörder. Aber auch nicht mehr. Verherrlichen Sie die nicht zu Terroristen. Terror ist es, weil wir Angst davor haben. Der Terror ist hier in Ihrem Kopf. Es sind Mörder, so wie viele Mörder auf der Welt rumlaufen. Wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage. Wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr an den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben an den Folgen von Saufen. Man darf wohl sagen, allein Paulaner dürfte erfolgreicher sein als Al-Qaida. (lacht) 6.000 Deutsche sterben im Straßenverkehr. Früher waren das mal 20.000 Tote im Straßenverkehr jedes Jahr. Da hat das mit der Rente auch noch funktioniert. Ja, von Airbag und Sicherheitsgurt hat die Rentenkasse sich nie wieder ernsthaft erholt. Aber immer noch 6.000 Tote im Straßenverkehr jedes Jahr. Haben Sie Angst vor Al-Qaida? Ernsthaft? Haben Sie lieber Angst vor Reisebusfahrern? LKW-Fahrer, da sind Schläfer unterwegs. Die sind wirklich gefährlich. Und die könnte man relativ leicht aus dem Verkehr ziehen, mit ganz normalen Verkehrskontrollen. Brauchen Sie keine biometrischen Daten oder Online-Überwachung. Die Frage ist, wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? Es heißt übrigens Al-Qaida, nicht Al-Qaida. Viele benutzen das immer noch falsch. Es ist wirklich sehr komisch, wenn Sie Al-Qaida sagen. Al-Qaida heißt nämlich so viel wie die Gemahlin, die Gefährtin. Hat mir jemand erklärt, das ist jetzt kein Scherz. Al-Qaida ist die Gemahlin, die Gefährtin. Al-Qaida ist die Terrororganisation. Versuchen Sie das bitte in der Öffentlichkeit auseinanderzuhalten. Auch wenn das bei Ihnen zu Hause auf dasselbe hinausläuft. Ja? Wovor haben Sie Angst? 6.000 Deutsche sterben an Grippe. Jedes Jahr. Stinknormale Grippe übrigens. Nicht SARS oder Vogelgrippe oder sowas Gefährliches. Ganz normale Grippe. Daran sterben 6.000 Deutsche jedes Jahr. Seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztepfusch. Als Dreingabe quasi. Jedes Jahr 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Man könnte auch sagen, die deutschen Ärzte erlegen jedes Jahr 15.000 Patienten. Das sind 44 Tote am Tag. Das ist auch eine Menge Holz, oder? Stellen Sie mal vor, die würden 14 Tage lang jeden Abend in der Tagesschau vor der Wetterkarte sagen, und auch heute wieder starben 44 Deutsche durch Ärztepfusch. Jetzt das Wetter für ihre Beerdigung. Was meinen Sie, was hier nach 14 Tagen für eine Panik aufkäme vor Ärzten? Aber das ist das normale Lebensrisiko. Damit leben Sie. Da haben Sie keine Angst vor, oder? 44 Tote am Tag. Hören Sie mal, da muss ein alter Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Marburger Bund in der Streikpause. (lacht) 44 Tote am Tag, das nennen die in Bagdad Bürgerkrieg. Wir nennen das Gesundheitswesen. Aber da haben Sie keine Angst dazu zu gehören. Wir haben Angst vor dem islamistischen Terrorismus. Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn sie noch so sinnlos sind, wir brauchen diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit. Wir brauchen die Videokameras auf den öffentlichen Bahnsteigen, auf den öffentlichen Plätzen, meine Damen und Herren. Man kann das doch alles absichern. Man kann alles mit Videokameras überwachen. Natürlich, man kann nur das Gammelfleisch in Tiefkühlhäusern. Das bewegt sich zu schnell. Das können Sie mit. Aber die Bahnsteige kann man doch sicher machen. Natürlich. Wir haben doch noch mal Glück gehabt. Die Kofferbomben sind doch nicht explodiert letzten Herbst.
Das Desaster stand kurz bevor, aber die Bomben waren funktionsunfähig. Zum Glück. Die Jungs waren zu blöd, die Bomben zu bauen. Das waren Ingenieurstudenten. 5. Semester Ingenieurstudium. Zum Glück nicht Harvard, sondern Hamburg. PISA steht für Peace, ich sag's Ihnen. Dumm bombt schlecht. Dann hat das Bundeskriminalamt in einer Wahnsinnsfahndungsaktion die beiden Superterroristen dingfest gemacht. Erst wollen sie Michael Ballack verhaften, aber dann haben sie noch gemerkt, er hatte nur das T-Shirt von dem Ballack an. Und dann hat der eine noch in dem Koffer den Zettel mit der Telefonnummer von seinem Papa zurückgelassen. Und als die Nummer schon abgehört wurde, hat er zu Hause angerufen und gefragt, was er machen soll. Und Papa hat gesagt, er soll sich stellen. Und dann haben sie die Superterroristen geschnappt, meine Damen und Herren. Und am Tag der Verhaftung hat das Bundeskriminalamt verlauten lassen, die Gefahrenspitze ist gekappt. Es liegen uns keine weiteren Erkenntnisse über Terrorzellen in Deutschland vor. Das sind auch Komiker, oder? Über die beiden Jungs haben denen doch vorher auch keine Erkenntnisse vorgelegen. Denen liegen vorher nie Erkenntnisse vor, da brauchen sie mal keine Sorge zu haben. Das Bundeskriminalamt erfährt von den Anschlägen genau wie wir aus den Nachrichten. Die sagen ja auch gar nicht, man kann mit den Videokameras die Anschläge verhindern. Nein, die sagen, man kann sie besser aufklären. Natürlich, natürlich werden auch in Zukunft alle Superterroristen ohne Verkleidung, ohne Perücke, ohne falschen Bart fröhlich in die Videokameras winkend mit den Kofferbomben über die Bahnsteige schlappen, meine Damen und Herren. Vorher haben sie sich natürlich ordnungsgemäß in die Antiterror-Datei eingetragen. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sind hier in Deutschland, hier können sie nicht einfach so rumterrorisieren. Da muss man sich vor der Datei eintragen. Das wird so eine Art Einwohnermeldeamt für Terroristen. Was glauben Sie, was Sie für einen Ärger kriegen, wenn Sie hier einen Anschlag machen, Sie waren vorher nicht in der Datei erfasst? Vielleicht habe ich ja wieder alles falsch verstanden. Vielleicht ist die Antiterror-Datei ja wie eine Verkehrshinderkartei, wie Flensburg. Man bekommt Punkte für Fehlverhalten, kann ja auch sein. Wir haben ja schon gesagt, die Religionszugehörigkeit allein soll kein Grund für einen Eintrag sein. Also die Evangelischen sind immer fein raus. Aber als Moslem sollst du schon ein bisschen aufpassen. Falsche Moschee gebetet, wo Extremisten verkehren, haben sie direkt wieder 2 Punkte in der Antiterror-Datei. Zu schnelles Beten, auch sehr gefährlich. Ist doch verdächtig, wenn die nicht mitschreiben können. 3 Punkte Antiterror-Datei. Sie stehen im Notizbuch vom falschen Mann, 2 Punkte Antiterror-Datei. Und wenn Sie zu viele Punkte in der Antiterror-Datei haben, gelten Sie als höchst gefährlich, da können Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ich vermute, Sie kommen zur Nachschulung nach Guantanamo. Da kriegen Sie einen Crashkurs in den christlichen Werten des Abendlandes, meine Damen und Herren. Und wir kriegen noch den Fingerabdruck und Personalausweis und dann sind wir endgültig sicher. Das hat uns ja noch Otto Schilly beschert, der alte paranoide Weihnachtsmann. Der Fingerabdruck und Personalausweis. Otto Schilly hat damals gesagt, der Fingerabdruck wäre wichtig und der wäre richtig und der Datenschutz wäre halt nicht so wichtig. Wir sollen uns nicht so anstellen. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Das stimmt. Das hat General Franco nur eingeführt damals. Otto Schillys großes Vorbild. Auf Hitler wollte er sich offenbar nicht offiziell berufen. Hätte auch machen können. Unter Hitler gab es auch den Fingerabdruck im Personalausweis. War ja nicht alles schlecht. Haben die Väter des Grundgesetzes abgeschafft. Genau wie die Spanier übrigens vor ein paar Jahren wieder, als die Diktatur vorbei war. Das hat der Schilly uns nicht erzählt. Ne? Die Väter des Grundgesetzes haben gesagt, die Deutschen brauchen keinen Fingerabdruck und Personalausweis, die Deutschen sind keine Verbrecher. Das wissen Schilly, Schäuble und Beckstein aber besser. Man kann sie nicht hindern, von sich auf andere zu schließen. Wenn wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, ich bin dafür, dass wir alle den Fingerabdruck von Otto Schilly im Personalausweis haben. Wenn wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, wie die Spanier das all die Jahre hatten, und wenn wir die Videoüberwachung auf den öffentlichen Plätzen und den Bahnsteigen haben, wie die Engländer das immer noch haben, dann endlich, meine Damen und Herren, dann haben wir auch genauso wenig Terroranschläge, wie die Spanier und die Engländer während der letzten 30 Jahre durch die islamistischen Fundamentalisten von IRA und ETA. Bis neulich.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Durch die Hin- und Herlauferei wird so ein Abend für niemanden von uns kürzer. Ich bin ein Freund offener Worte, das haben Sie am Laufe des Abends begriffen und das soll auch jetzt so bleiben. Was ich sage, meine ich auch so. Es gäbe eine Zugabe, aber ich dränge mich nicht auf. Wenn Sie nach Hause wollen... Ich weiß, ein Thema ist ein bisschen zu kurz gekommen, das nimmt der Kabarettbesucher dann auch übel, wenn das gar nicht vorkommt. Wenn an einem solchen Abend so viele Berufsgruppen beleidigt werden und die Lehrer müssen einfach so nach Hause gehen... Endlich, ne? Ein Kabarettabend ohne Lehrer ist wie alkoholfreies Bier. Ne? Die Schulen ein Albtraum, alles nur Abituristen, die da runterkommen. Nun, Schule sed vita discimus übersetzen die heute wahrscheinlich nicht in der Schule, in der Disco findet das Leben statt. Meine Generation, die das große Latinum noch vom Nachbarn abgeschrieben hat. Wir wussten nicht mehr viel, aber eins haben wir noch gewusst, der Satz heißt nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. So haben wir früh begriffen, Schule, das ist das genaue Gegenteil von Leben. Wer von uns mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging zurück in die Schule. Von da bleibt nur noch die Flucht ins Parlament. Denn jetzt kommt das Leben in die Schule, alle sind völlig entsetzt, es ist ja kein Geld mehr da. Alles rottet vor sich hin, die Schulen sehen ja furchtbar aus. Manche sagen, in den Schulen, da rieselt der Putz von den Wänden mit dem Kalk in den Köpfen der Lehrer um die Wette. Sponsoren sollen die Rettung sein. Schulfeste von Sponsoren finanziert, Geräte von Sponsoren angeschafft. Wollen die ein Logo aufkleben, wollen die ein Banner aufhängen, sind ja Sponsoren. Kommen die Pädagogen sagen, das können wir nicht machen. Das ist Werbung in der Schule, das können wir nicht verantworten. Wer die Kinder in der Schule durch Werbung manipuliert. Ja, ist die Schule jetzt ein werbefreier Raum? Wann haben Sie Kinder zuletzt mit Verstand angesehen? Die laufen doch rum wie kleine Litfaßsäulen heutzutage, oder? Kriegt da einer was für? Und das müsste man doch kreativ umsetzen. Wenn man dreimal so viele Lehrer einstellen würde, die würden ja gebraucht. Natürlich braucht man dreimal so viele Lehrer. Und zwar gute Lehrer. Das Beste, was wir kriegen können unter den Akademikern, ist gerade gut genug für die Ausbildung unserer Kinder. Nicht wie jetzt wieder alles von den Hecken und Zäunen einsammeln, was bis drei zählen kann. Was hat die Landesregierung noch in Westfalen gesagt? Wir stellen neue Lehrer und Lehrer-äquivalente Personen ein. Mich erinnert das an Lachsersatz. Nur wenn Sie die guten Akademiker als Lehrer haben wollen, dann müssen Sie erstmal den Beruf wieder attraktiv machen. Wer will denn heute noch Lehrer sein? Der Fußabtreter einer ganzen Nation, auf dem jeder rumtrampeln darf, der selber nicht bis drei zählen kann? Wo ein ganzer Saal an zu johlen fängt, wenn das Wort Lehrer nur fällt? Fanden Sie, das ist so spannend? Und dann diese Ausbildung, 6, 8, 12 Semester Hochschulstudium, so ein Kopf voll Fachwissen. Dann kommen die in die Schule. Ide sitzen Kinder, was mache ich denn jetzt? Bilden Sie einen Bäcker 6 Jahre lang theoretisch aus, um da festzustellen, der hat eine Mehlallergie? Und dem Mehl macht es nicht mal was aus. Die guten Akademiker sind gewohnt, dass die Geräte funktionieren, mit denen sie arbeiten sollen. Das ist in der freien Wirtschaft so. Die guten Akademiker sind gewohnt, dass die Räume, in denen sie arbeiten, nicht stinken. Und vor allen Dingen eins, dass die Arbeitsgruppen klein genug sind, dass man vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Und das ist auch das Geheimnis von PISA-Sieger Finnland. Keine Klasse mehr als 15 Kinder, meine Damen und Herren. In jeder Schule in Finnland haben die extra geschulte Lehrer, die die verhaltensauffälligen Kinder separat betreuen können. Die haben da auch durchgeknallte Kinder, aber die haben da Zeit für. Bei uns haben sie bis zu 36 Kinder pro Klasse jetzt wieder. Das heißt, an Gesamt- und Hauptschulen stehen sie in jeder Klasse vor 6 bis 8 schwer Verhaltensauffälligen. Wenn sie Glück haben, sind die auf Ritalin. Ansonsten haben sie ein Problem, da sind sie nämlich kein Lehrer mehr, da sind sie Dompteur. Was erwarten Sie denn von diesen Schulen, die wir haben? Wenn Sie Ergebnisse wie in Finnland haben wollen, dann müssen Sie auch die Bedingungen schaffen. Dreimal so viele Lehrer, vernünftig ausgebildet, mit vernünftigen Arbeitsbedingungen. Und wenn wir die endlich haben,
Dann können wir auch das Drittel Vollidioten aussortieren, was derzeit als Lehrer getarnt an den Schulen rumturnt und die Kinder das Leben zur Hölle macht. Denn das kommt doch noch erschwerend hinzu. Unter den zu wenigen Lehrern, die wir haben, sind nur noch ein Drittel absolute Vollidioten. Und da diskutiere ich auch nicht drüber. Und wenn ein Lehrer zu Ihnen sagt, er kennt keine Idioten unter seinen Kollegen, kennt er aus einem ganz bestimmten Grund keinen. Dann brauchen wir Ganztagsschulen flächendeckend. Die Eltern fallen doch als Erzieher heute komplett aus. Gucken Sie sich doch bitte mal an, was heute in der Grundschule als Rohmaterial angeliefert wird. Ein Drittel der Eltern hat den Kampf mit den Kleinen schon in Runde 2 aufgegeben. Wenn die Kinder zum ersten Mal Nein sagen können, sagen die Eltern, okay, dann ist der Fall für mich erledigt. Das zweite Drittel ist alleinverziehend. Mein Kind musste schon mit einem Elternteil groß werden, mehr war dem emotional nicht zuzumuten. Da surft eine ganze Generation auf dem Schuldkomplex ihrer Erzeuger durch die Welt. Ausgebildet in Egoismus und Beziehungsunfähigkeit. Der Rest sind dann die Doppelverdiener, die schuften rund um die Uhr. Viele, weil sie es müssen, weil die Löhne so niedrig sind. Andere, um sich selbst zu verwirklichen. Denn die Erziehung eines eigenen Kindes ist ja keine adäquate Aufgabe für einen akademisch gebildeten Menschen. Man will ja nicht am Pampers Horizont zerschellen. Und ich hoffe, die Herren, die da klatschen, fühlen sich mit angesprochen. Oder können mir die Eier-Außenträger im Saal mal zeigen? Ja, haben Sie auch was Neues für zu Hause, ne? Ja. Können Sie mir mal zeigen, wo geschrieben steht, dass Kindererziehung Frauensache ist? Wo steht das? Das finden Sie nicht mehr in der Bibel und da finden Sie für jede Scheiße eine Begründung. Kindererziehung ist nicht Frauensache, Kindererziehung ist Menschensache. Wie sehr diese Gesellschaft Kinder im Grunde verachtet, erkennen Sie doch daran, wie wir die Menschen behandeln, die mit kleinen Kindern arbeiten. Sagen Sie doch mal als Mann auf einer Party, dass Sie Kindergärtner sind. Halten Sie mal einen Abend lang die mitleidigen Blicke aus. Als Vermögensberater sind Sie ein gefragter Gesprächspartner. Vermögensberater, da müssen Sie gut und fit sein. Vermögen muss beraten werden. Das meiste Vermögen ist genauso bescheuert wie seine Besitzer. Da lassen Sie nun die Besten dran. Mit Kindern spielen, das kann ja jeder. Das ist in Skandinavien ein akademischer Beruf, Kindergärtner. In Frankreich auch. Im ganzen Ostblock waren die Kindergärtnerinnen immer akademisch ausgebildet. In Japan haben die Kindergärtnerinnen dasselbe Ansehen wie Professoren an der Universität. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wer kümmert sich bei uns um die Kleinsten der Kleinen? Das ukrainische Fachpersonal für 3 Euro die Stunde. Oder wo kriegen Sie die günstigsten Tagesmütter heute her? Es muss sich ja lohnen, ne? Die Eltern schuften ja rund um die Uhr, um sich selbst zu verwirklichen, ja. Ja, erzählen Sie das doch Ihrem Friseur. Vielleicht wollen Sie sich ja wirklich selbst verwirklichen. Aber da können Sie doch das ganze Geld, was Sie dann da verdienen, für die fachmännische Betreuung Ihrer Kinder ausgeben, oder? Das wäre Selbstverwirklichung. Und Sie können eine Fachkraft bezahlen, die sich um Ihre Kinder kümmert. Aber da höre ich ja schon, wie die Leute sagen, ja, dann lohnt sich das ja nicht, arbeiten zu gehen, wenn ich das ganze Geld für das ausgeben muss, was ich sonst zu Hause mache. Da kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, genau. Seien Sie wenigstens ehrlich, egal ob als Mann oder Frau, seien Sie ehrlich. Entweder Sie wollen sich selbst verwirklichen, dann können Sie die Kohle auch abdrücken, oder Sie wollen nur Kohle machen. Und es ist Ihnen scheißegal, wer Ihre Kinder betreut, solange es billig genug ist. Die Eltern schuften rund um die Uhr, um das große Haus bezahlen zu können, die Riesenwohnung, damit jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hat, damit es bloß nicht teilen lernen muss, so wie wir früher. War das nicht furchtbar? Können Sie sich erinnern? Ich musste mir die Hälfte meiner Schwester abgeben. Spitzensteuersatz im Kinderzimmer, furchtbar. Sie wollen noch Hauptschullehrer in Großstädten haben, dann müssen Sie Schmerzensgeld zahlen. Wann waren Sie denn zuletzt im Brennpunkt in der Hauptschule? Da kommen Sie morgens rein, heißt das, geht zu Hause, du alte Scheiße. Ja, und das sind die Kinder, die noch sehr gut Deutsch können. Ja, ist ja lustig, ne? Ist ja nur ein Habtaschop. Wer stellt sich denn freiwillig jeden Tag stundenlang vor 36 Kindern, mit denen ihre eigenen Eltern nichts zu tun haben wollen?
Das Geld muss in die Schule, meine Damen und Herren. Wenn diese Gesellschaft überhaupt noch eine Zukunft haben soll, müssen alle Ressourcen, die wir jetzt noch auftreiben können, in die nächste Generation gepumpt werden. Was machen die stattdessen in Berlin? Die jammern rum, dass wir nicht genug Kinder haben. Das ist deren allergrößte Sorge. Wir haben nicht genug Kinder. Ja, wie furchtbar. Und deshalb hat Frau von der Leyen das erste Jahr ihrer Amtszeit damit zugebracht, diese Akademikerinnen-Wurfprämie durchzudrücken. Es ging von Anfang an nur um die Akademikerinnen, meine Damen und Herren. Es gab ja früher auch Hilfen für junge Familien. Und zwar 2 Jahre lang, für die, die das Geld wirklich gebraucht haben, die bedürftig waren. Jetzt kriegt jede Familie Hilfe. Zwar nur 1 Jahr lang, aber dafür auch die Familie, die keine Hilfe brauchen. Das ist die Akademikerinnen-Wurfprämie. Denn die Frau von der Leyen hat festgestellt, es pflanzen sich die falschen Menschen fort in Deutschland. Die Akademikerinnen pflanzen sich nicht oft genug fort. Das sind die falschen Menschen, die sich hier fortpflanzen. Die Diskussion hatten wir vor 60, 70 Jahren auch schon mal, ne? Vielleicht sollte man so Stiftungen einrichten, so Lebensborn oder was, ich weiß nicht. Merken Sie, auf was für einem Niveau hier inzwischen diskutiert wird? Es pflanzen sich die falschen Menschen fort, meine Damen und Herren. Und die Frau von der Leyen hat festgestellt, Akademikerinnen pflanzen sich deshalb nicht so oft fort, weil ihnen im ersten Jahr ein bisschen der finanzielle Anreiz fehlt. Die nächsten 20 Jahre kommen die wieder alleine klar, aber im ersten Jahr brauchen die Akademikerinnen finanziellen Anreiz. Menschen mit Hauptschulabschluss, die pflanzen sie auch sofort, die brauchen das nicht. Aber Akademikerinnen brauchen im ersten Jahr finanziellen Anreiz. Ich glaube ja, wir können die Energieprobleme weltweit lösen, wenn uns die von der Leyen erklärt, wie man so viel Gülle in so einen kleinen Schädel gepresst kriegt. Meine Damen. Da jammern die rum, die Deutschen sterben aus. Das wäre auch das Schlimmste, was der Welt passieren kann. Das kann ich Ihnen sagen. Das haben die Afrikaner schon gesagt. Nee, wenn die Deutschen nicht mehr da sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Diese Horrorvorstellung, eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Deutsche. Wissen Sie eigentlich, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste, wa? Was hat denn die Lebensqualität in einem Land mit der Menge der Menschen zu tun? Kann mir das mal einer erklären? Umgekehrt wird ein Schuh draus. 40 Millionen Vollidioten und von der Leyen weniger und der Rest hat vielleicht wieder lustig fortzupflanzen. Also hört endlich auf zu jammern, dass wir nicht genug Kinder haben. Kümmert euch gefälligst um die Kinder, die schon da sind. Das ist die Aufgabe von Politik. Was macht der Rüttgers hier bei uns in NRW? Er kürzt die Zuschüsse für die Kindergärten und die Zuschüsse für die Vorschulkindergärten und die Zuschüsse für die Kurse für den Spracherwerb für Migranten wurden auch gekürzt. Das ist Zukunftssparen, ne? Ich glaube, beim Rüttgers kommt mit der Autobatterie nicht mehr richtig vorwärts, habe ich das gehört. Es müssen Sozialpädagogen die Schulen, es müssen Psychologen die Schulen, Sozialpädagogen für die Kinder, Psychologen für die Lehrer. Und wenn man das... Wenn wir das endlich einführen, dann können die von mir jetzt die Unterrichtsstunden durch Werbepausen finanzieren, das wäre mir auch egal. Eine Schulstunde dauert dann 60 Minuten und davon sind 15 Minuten Werbung fertig aus. Die Kinder würden sogar besser aufpassen, das ist heute deren Lebensrhythmus. Wer mit Privatfernsehen groß geworden ist, kann sich keine Dreiviertelstunde mehr am Stück auf irgendwas konzentrieren. Wie, ihr habt die Filme früher am Stück geguckt? Und wann habt ihr Chips geholt? Wenn Sie heute Radio hören, bekommen Sie alle 3 Minuten gesagt, welchen Sender Sie gerade hören. Und vor allen Dingen noch warum, das ist so demütigend. Aber das brauchen Sie in der Schule dann natürlich auch, alle 5 Minuten. Hier ist Latein, nur damit Sie Bescheid wissen. Alle 2 Minuten, ich bin Heinz, der Lehrer. Noch Fragen, rufen Sie die Hotline. Da holen die Handys raus, da rufen die mal an. Sie müssen die Stunden auflockern. Sie können mit kleinen Jingles während der Stunde auf die tollen Abenteuer der nächsten Stunde hinweisen. Schaffen Sie Klassenarbeiten endgültig ab, führen Sie Gewinnspiele ein. Teile der Tafel kann man als rotierende Werbefläche vermieten. Man kann Lehrer von Sponsoren einkleiden lassen. Man könnte Lehrern überhaupt mal was zum Anziehen kaufen. Man kann Lehrer in Kostüme stecken, Tabaluga, Lila Launebär.
Alle Rektoren sehen aus wie Hein Blöd. Was meinst du, was da los wäre? Die Grundschullehrer als Teletubbies, die Tafel integriert. Schulverweigerer, die Kinder würden heulen, wenn Ferien wären. Und jeder kann frei wählen, schicke ich mein Kind auf die Aldi-Gesamtschule, auf das Benedikt-Gymnasium oder auf das Kelloggs-Kolleg. Ja, Sie lachen, Realschulen gibt es schon. Und gestatten Sie mir trotz der späten Stunde einen allerletzten, mehr oder weniger privaten Appell. Sie sehen, bei mir läuft das jetzt seit ein paar Jahren einfach super. Und das macht natürlich auch Spaß. Das merken Sie ja auch, wie viel Spaß das macht. Aber ich habe nicht vergessen, wie das früher war. Ich bin seit 24 Jahren jetzt mit dem Kabarett unterwegs. Und ich weiß, wie das die ersten 12, 13 Jahre war. Ich habe vor sehr, sehr wenig Leuten in sehr, sehr kleinen Räumen gespielt. Ich habe manchmal auch vor sehr, sehr wenig Leuten in sehr, sehr großen Räumen gespielt. Aber darum geht es ja nicht. Was ich Ihnen erzählen möchte, ist Folgendes. Die Menschen, die gekommen sind, als ich noch völlig unbekannt war, sind oft auch zufrieden nach Hause gegangen. So wie viele von Ihnen heute auch. Warum auch nicht, waren zum Teil dieselben Texte, die Sie heute auch gehört haben. Bei manchen muss man nur zwei Namen austauschen, sind die wieder hochaktuell. Das heißt, Sie wären damals auch schon zufrieden nach Hause gegangen, aber Sie waren gar nicht da, weil Sie mich nicht kannten. Jetzt kennen Sie mich aus dem Fernsehen, aus dem Radio, den will ich live erleben, da muss ich hin. Das ist für mich wunderbar und ich freue mich wie ein Schneekönig. Aber es gibt doch auch heute jede Menge gute Kollegen und Kolleginnen, die mit wunderbaren Programmen unterwegs sind, die aber kaum einer kennt, weil die nicht oft genug im Fernsehen sind. Und die Veranstalter erzählen überall dasselbe, die sagen, das Publikum kommt zunehmend nur noch zu den Leuten, die ich schon vom Fernsehen kennt. Und das finde ich ziemlich traurig. Denn Kultur hat was mit Neugier zu tun, mit Interesse. Wenn die vom Pantheon hier jemanden engagiert haben für die Bühne, hat das immer einen Grund. Auch wenn Sie den nicht kennen sollten. Deshalb machen die ja das Programm, die machen sich da Mühe mit. Die werfen ja keine Pfeile aufs Telefonbuch. Was kann Ihnen passieren? Selbst der schwächste Kabarettabend bietet 10-mal so viel geistige Anregung wie das sinnlose Gequassel bei Christiansen am Sonntagabend, meine Damen und Herren. Also. Raffen Sie sich auf, riskieren Sie mal was, gucken Sie mal was an, bevor Sie vorher noch nichts gehört haben. Sie wissen, nicht alles, was im Fernsehen läuft, ist gut. Aber Sie können mir glauben, nicht alles, was gut ist, läuft auch im Fernsehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.